Vater, wir danken für die Tiefe, für die Länge, für die Breite, für die Höhe, dass sie existiert. Und wir bleiben an dir hängen, wir betteln um Geist, dass wir diesen Reichtum der Länge erkennen, den Schatz orten, einen Vorgeschmack bekommen, was das überhaupt bedeutet, welche Dimensionen das umfasst. Und so bitten wir, dass du uns sowohl erleuchtest als auch offenbarst, uns enthüllst, bis wir hinein in die Befruchtung kommen dieser Dinge und Neugezeugte sind, dass deine geistliche Wirklichkeit uns so ergreift, dass wir selber zu dieser Wirklichkeit werden, dass wir alles abschütteln können von uns, was uns hier unten festhalten möchte in Sterblichkeit, in all dem Mühsal, dem Unveränderbaren. Lass uns erkennen, was für ein gewaltiger, verwandelnder Gott in uns lebt, für uns ist und mit uns ist. Und wir binden jede Macht der Finsternis, die diese Geheimnisse über Jahrhunderte, Jahrtausende blockiert hat, verwirrt hat. Jetzt wird aus Verwirrung Klarheit, aus Schwachheit Kraft, aus Verlust wird Gewinn im Namen Jesu. Alles Geraubte wird jetzt zu unserer Beute und jedes Wort wird geboren und es wird noch hinzugefügt nach dem vollkommenen Maß deiner selbst. Rede, höre, tue in uns. Danke, Vater. Amen. Amen. Danke für die schöne Vorrede, Ruth. Ja, du bekommst mehr heute. Es war der Vorhof. Wir waren jetzt eben gerade im Vorhof, aber jetzt wechseln wir um, jetzt machen wir den Vorhang auf und gehen ins Heiligtum miteinander, okay? Wir reden von der Länge. Wir reden von der Länge jetzt. Ich sage vorweg, weil wir auf dieses Ziel mit zusteuern. Wenn wir von der Länge reden, wenn ich es mal jetzt anwende, auf ein Gebiet, das wir heute besprechen in diesem Abteil, die Erde wird länger bestehen, als wir denken. Ja, ihr wisst, was die Menschen, die Christenheit von der Welt erwartet. Ihr wisst es, sie wird brennen, verbrennen und wir kommen in den Himmel. Da kommt eine neue Erde. Aber ich sage dir, wenn wir von der Länge reden, reden wir zum Beispiel davon, dass die Erde etwas länger existieren wird, als wir angenommen haben. Und das, da gehören noch alle möglichen anderen Dinge dazu. Aber pauschal kann man sagen, am längsten, wenn wir von der Länge reden, am längsten kaute die Menschheit inklusive der Christenheit wohl an der Frage, ob Veränderung hier unten in irgendeiner Hinsicht überhaupt möglich ist. Das bette ich heute in die Länge ein, in die Länge gezogen. Ja, und ihr deprimierendes Urteil nach 6000 Jahren Menschengeschichte lautet eindeutig nicht, es gibt keine Veränderung. Das ist das Urteil nicht nur der Psychologen oder der Politiker oder auch der Christen. Ja. Das ist das Urteil des Menschen schlechthin. Eindeutig nicht. Das Urteil nach 6000 Jahren Menschengeschichte, es gibt keine Veränderungsmöglichkeit, wir sind und bleiben, wie wir sind. Wer etwas anderes behauptet, ist verdächtig, der muss beobachtet, der muss verfolgt, verurteilt werden. So läuft es ab hier unten. Wenn du die alten Stasi-Geschichten hörst mit ihren Foltern und Erpressungen, sobald ein Mensch an Veränderung geglaubt hat, dann wurde er richtig geprügelt, bis ihm das wieder aus dem Kopf war. Und natürlich auch in anderen terroristischen Diktaturen. Warum? Dummes Vieh kann man nach Belieben mit dem Stock treiben. Verstehst du? Und wenn wir Menschen unveränderbar wären, wären wir dem dummen Vieh gleich. Dem musst du ständig mit Stock hieben, zeigen, wo es lang geht. Die können nicht selber denken. Und darum müssen wir als dummes Vieh gehandelt sein, als unveränderbare Masse, wenn man hier unten uns beherrschen will. Das ist der einzige Weg, wenn wir das glauben, werden wir beherrschbar sein. Wenn wir das aber nicht mehr glauben, ich sage mal, wenn wir jetzt aus der Länge zu schöpfen beginnen, dann glauben wir das nicht mehr. Genau das machen wir. Heute schöpfen wir aus der Länge und behaupten, gerade
Durch unsere schöpferische Verwandlung muss diese elend verlorene Welt angesteckt, erweckt werden. Es gibt keinen zweiten Weg, weil die verlorene Welt, die verlorene Menschheit kann auf keinem zweiten Weg als durch unser verwandeltes Sein verändert werden. Das ist es. Und da machen wir diesem langen Weg der Unveränderlichkeit, die wir auch beschworen haben, ein Ende heute. Wir schöpfen aus der Länge, und zwar richtig. Wir gehen hier richtig mal an die Substanz und betonen die Dinge, die jahrtausende lang jetzt nicht betont wurden. Ja? Aber wir gehen es stückweise an. Wir sind der heilsame Sauerteig, haben wir schon davon geredet im ersten Teil, der den ganzen Teig durchsäuern muss. Und weil nach 1. Korinther 15 bekanntlich Fleisch und Blut, ich sage in seiner Urfassung, das Reich Gottes nicht ererben können, hat Gott uns den klaren Befehl zur Verwandlung gegeben. Ja. Ihr werdet erkennen bei diesen Ausführungen, die jetzt folgen, dass wir ausgerechnet aus diesen Stellen, die uns die Veränderlichkeit im Hier und Jetzt lehren, das bare Gegenteil gedreht haben. Das war gerade eine davon. Ja. Also, aber Gott hat uns die Verwandlung als Befehl gegeben. Lesen wir mal Römer 12, Vers 2. Und ihr seid nicht gleichförmig mit diesem Zeitlauf, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Nus. Nus meint das geistliche Wahrnehmungsvermögen. Werdet verwandelt durch die Erneuerung, Hinaufneumachung eures Nus, dass ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich muss diesen Text, den du jetzt gehört hast, der im Passiv, Imperativ, Präsens, Passiv gelesen wurde, ergänzen. Weil du musst immer wissen, im Griechischen ist der Präsens, wenn ein Passiv ist, ist dieselbe Form wie im Medium. Und das ist kein Zufall. Gott hat diese Sprache gewählt, weil die geistliche Wirklichkeit so abläuft. Ja? Also wenn hier steht, seid nicht gleichförmig, sondern werdet verwandelt, klingt das zugleich im Medium passiv als imperativ, klingt das so, dann heißt es, metamorphosiert euch durch die Hinaufneumachung eures geistlichen Wahrnehmungsvermögens. Das ist ein Medium, rückbezüglich auf dich. Also das heißt, was stimmt jetzt? Könntest du jetzt fragen, ja, ist es jetzt passiv, macht es jetzt der liebe Gott oder machst du es? Und die Wirklichkeit, die wahre Antwort heißt, es ist beides. Wenn du nicht säst, lässt Gott es nicht gedeihen, um jetzt mit diesem Bild zu sprechen. Wenn du es nicht anpackst, wächst es nicht. Ja? Also du selber machst hier den zweiten Schritt. Den ersten Schritt hat Gott gemacht. Er hat gesagt, verändere dich, metamorphosiere dich. Das steht so im Wörtchen, das ist die der Kokon, oder? Die Raupe, die zum Schmetterling wird, das ist dieses Bild. Metamorphosiert euch durch die Hinaufneumachung eures Wahrnehmungsvermögens. Das ist der Weg, von dem reden wir jetzt wieder, oder? Und wenn du diesen Weg antrittst, kannst du dich ja nicht selber verändern, aber Gott wird dann das, was du beginnst, wird er wachsen lassen. So wie du die Saat in die Erde legst, mehr kannst du nicht tun, aber wenn du das nicht tust, lässt Gott die Saat nicht wachsen, ganz einfach. Es ist beides. Darum ist es Medium und Passiv als Imperativ beides richtig. Aber für uns zählt jetzt zuerst einmal nur die Feststellung, das ist ein Befehl im Präsens, nicht im Futur. Es ist im Präsens, im Hier und Jetzt sollst du dich metamorphosieren. Kurzum, wir müssen alle verwandelt werden, sagt Gott in seinem Wort. Hier steht jetzt schon Wort gegen Wort. Die ganze Menschheit sagt, Veränderung unmöglich, in Ewigkeit nicht. Gott sagt als Befehl im Hier und Jetzt. Aber wir fragen trotzdem noch einmal mit kleinen Gretchen. Ich sag mal, bevor wir den Kokon dann loslassen, der so schön unser Eigenbild spiegelt, ja, fragen wir noch einmal, will Gott uns wirklich verwandeln? Kann Gott denn uns verwandeln? Ja, wird Gott uns auch verwandeln? Und die eindeutige Vorwegantwort ist dreimal klar ja, weil er ist Gott, er ist der Gott der Verwandlungen. Und diesmal das Zweitbeste aus der Länge gleich einmal vorweg. Vorher habe ich das Beste der Breite vorweggenommen, diesmal nehme ich das Zweitbeste aus der Länge gleich einmal vorweg. Und über das andere reden wir dann im Laufe der Botschaft.
Aber das Zweitbeste lautet, alles und jedes ist verwandelbar. Und wir selber am allermeisten. Aber ich sage, das Beste aus der Länge kommt noch in dieser Predigt. Das war das Zweitbeste. Alles und jedes ist verwandelbar. Und du, wir selber am allermeisten. Ja. Zuerst bedenken wir, dass Jesus in Matthäus 10, 8 lauter Verwandlungswunder von uns abgefordert hat. Ihr erinnert euch, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Wow, was ist das anderes als Verwandlung? Verwandlung von Kranken, von Toten, von Aussätzigen. Verwandlung, Dämonen, versteht ihr? Wer kann da noch behaupten, Gott mute uns keine Verwandlungsmacht zu? Doch, Gott verwandelt alle Zeit alles Mögliche. Bevor wir so richtig ans Eingemachte gehen, machen wir jetzt zuerst einmal ein paar Übungen und schauen uns im breiteren Umfeld etwas um und beginnen das stufenweise aufzubauen, dass wir diese Verwandlung dann verstanden haben, wenn es ans Eingemachte, wenn es ans Zentrum, ans Beste der Länge geht. Ja? In 5. Mose 23,5 und Nehemia 13,2 wird uns gezeigt, dass Gott Segen in Fluch verwandelt hat, Fluch in Segen verwandelt hat. Das andere kann er auch. Ja? Aber wir schauen uns jetzt einfach an, als Beleg aus der Schrift, alles ist verwandelbar. Gott verwandelt Fluch in Segen. Psalm 66,6 bezeugt, dass Gott das Meer in trockenes Land verwandelt hat, sodass sie zu Fuß durch den Strom gehen konnten. Gefällt mir diese Textstelle im Zusammenhang mit diesem Bild. Ist dir was aufgefallen? Psalm 66,6. Das kannst du dir gut merken. 666 bezeugt das Meer, das Völkermeer, oder? Das Tier aus dem Meer, du kannst all diese Bilder reinsehen, Gott trocknet das aus, dass du zu Fuß hindurchgehen kannst, was vorher undurchdringbar war. Das ist Verwandlung, nicht wahr? In 1. Samuel 10, 6 zeigt uns Gott, wie Gott Saul von einem Moment auf den anderen umgewendet hat. Das war mehr eine Umwendung. Ja? Wir haben darüber mal gepredigt. In Esther 9, 22 hat Gott zur Zeit des Ahasveros jeden Kummer in Freude verwandelt und alle Trauer in einen Festtag. Das sind alles Verwandlungen auf verschiedenen Ebenen, versteht ihr? All solchen wird zwar durch den törichten Menschen wissenschaftlich widersprochen, es hat aber stattgefunden. Es findet täglich statt, überall auf der Welt. Noch immer, ja. Gemäß 1. Johannes 4, 18 treibt die vollkommene Liebe die Furcht aus. Das ist eine Verwandlung, ja. Von der Furcht zur Liebe, du kannst sagen, vom Schrecken zur Unerschrockenheit. In Logion 22, du siehst, ich bleibe Thomas treu heute, ja. Logion 22 bringt Jesus verschiedene Bilder jetzt ins Spiel und beachte die Verwandlungsbefehle darin. Er sagt, wenn ihr ein Auge formt anstelle eines Auges und eine Hand anstelle einer Hand und einen Fuß statt eines Fußes und ein Bild statt eines Bildes, dann werdet ihr ins Reich eintreten. Und ich könnte jetzt ergänzen, wenn ihr das nicht tut, tretet ihr nicht ins Reich ein. Das heißt, ihr könnt die ontische Wirksamkeit verpassen, wenn ihr nicht gewohnt seid, Bilder umzuwandeln. Das sind alles Bilder, oder? Ein Auge ist ein Bild, Hand, Fuß. Ein Bild anstelle eines Bildes müssen wir umwandeln lernen. Das ist das Medium Präsenz, Imperativ, verstehst du? Im Hier und Jetzt müssen wir fähig sein, Bilder auszutauschen. Ja? Und darüber reden wir jetzt, wie gesagt, im Vorhof ein bisschen, machen wir Vorübungen, um nachher am Eingemachten zu wissen, wovon wir reden, ja? Also wenn es um die Verwandlung eines Bildes in ein anderes Bild geht, erinnere ich zunächst nochmal an die Dreidimensionalität jedes Wortes. Ja. Im Vorhof kann man jedes Bild, also alles, was man so anschaut, im Licht der Offenbarung sehen, im Heiligtum als Neuenthüllung, im Allerheiligsten kann man
kann uns dasselbe Bild sogar befruchten, haben wir gesehen. Wir sprechen gerade davon, dass man ein Bild anstelle eines Bildes setzen kann, in verschiedenen Qualitäten, vielleicht wie wenn du die Pixel erhöhst, ja? Kannst du es matschig oder klar oder 4K, 4 oder was das ist, kannst du es anschauen, oder? 4K, ich weiß die Reihenfolge nicht. Ja. 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 Und man soll es umwandeln. Ja. Weil das, was man anschaut, das ist die Lehre der Bibel, in das wird man verwandelt, in das wird man hineingezogen. Ja. Und die göttlichste aller Verwandlungen, wenn wir jetzt auf uns selber schauen, wenn wir vom Bild sprechen, die steht geschrieben in 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist für mich eine hohe Stufe. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als von dem Herrn, dem Geist. Also hier hast du es. Du schaust ein Bild an. Welches Bild? Du schaust die Herrlichkeit Jesu Christi an. Du schaust, wer dein Gott ist. Als Bild. Du sollst jetzt zwar kein Bildnis machen, aber ihr versteht diese Sprache. Du musst ein Bild austauschen. Welches Bild hast du bislang angeschaut, müsste man fragen. Ja, nun, dein eigenes. Das ist ja die Lieblingsbeschäftigung, oder? Nicht nur im Spiegel schaut sich der Mensch gerne an, auch mit dem Handy. Und so oft ich in letzter Zeit dachte, oh, du musst auf die Seite, da will jemand eine Foto von jemand machen. War das dieser hier, oder? Mein Bild. In allen Phasen, oder? Von allen Perspektiven. Das ist es, was wir ständig anschauen. Und dann wundern wir uns, dass wir unveränderlich bleiben. Und hier sagt der Herr, wenn du nicht ein Bild anstelle eines Bildes setzt, kannst du nicht eingehen, wirst du von der Optik nicht erfasst. Und hier zeigt es dir, wenn du dein Gesicht aufdeckst, die Augen öffnest, bedeutet das, und die Herrlichkeit anschaust, im Wissen, wenn ich das anschaue, werde ich zu dem Bild, was ich anschaue. Ich werde immer zu dem, immer das, was ich anschaue, zu dem werde ich. Wenn ich das als Gesetz begreife, dann habe ich das Gesetz der Verwandlung begriffen. Ja? Zieht uns ein falsches Bild in sich hinein, dann sollten wir dieses Bild mit einem anderen auswechseln. Das ist das, was Jesus uns lehrt. Ich will nur noch sein Bild, verstehst du? Ich will in sein Bild verwandelt werden. Und jedes andere, was minderwertiger ist, das lasse ich bleiben. Weil ich kann verwandelt werden, ich muss verwandelt werden. Und das ist die Auswechslung, die Aufneumachung meines geistlichen Wahrnehmungsvermögens, meines Nous. Ja. Ich begreife, ich kann das werden, was ich anschaue. Ich muss das werden. Ich muss zu ihm werden, sein Bild, seine Vollkommenheit. Ja, auf das wir in das hineingezogen werden, wo wir wirklich hineingezogen werden wollen. Ich will da hinein, alles andere nicht. Also, ich sage, wir sollen das Hochhebende wählen und über den Sünd herrschen, so wie es Gott schon, Jesus dem Adam schon gesagt hat und dann wieder dem Kain und so weiter. Schauen wir uns also unter diesem Gesichtspunkt noch ein paar solche Aussprüche von Jesus an. Sie reden alle von unserer Verwandlung, von unserer Umformung durch uns selbst, ja, indem wir Bilder oder anderweitiges austauschen. Machen wir so ein paar Übungen. Ja. Logion 22, wir lesen nochmal so eine Aufzählung, du siehst, wie wichtig es Jesus ist. Er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr die zwei zu eins macht, und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem Einzigen macht, damit das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich ist, wenn ihr Augen anstelle eines Auges macht und eine Hand anstelle einer Hand und einen Fuß anstelle eines Fußes, ein Bild anstelle eines Bildes, dann werdet ihr ins Reich eingehen. Was für eine Aufzählung, seht ihr? Und jede einzelne Äußerung bezieht sich darauf, dass wir eine Verwandlung vornehmen, einen Austausch vornehmen. Ich zähle es jetzt nicht nochmal auf, aber ein Auge ist das Symbol auf die Sichtweise. Ja? Wir sind die Formenden.
Und hier sagt er mit diesem Wort eigentlich nichts anderes als forme deine Sichtweise. Ja? Und wir werden uns das Auge aufsparen auf eine ganz besondere Sicht heute, wo ich einen Schwerpunkt darauf gelegt habe, was mit Enthüllung viel zu tun hat, was nicht mehr Offenbarung, sondern Enthüllung ist für mich. Ich hoffe für dich dann auch. Aber siehst du, alles was du siehst, du kannst die Sichtweise ändern, sagt der Herr. Du kannst es von einer anderen Seite betrachten. Ein Ohr anstelle eines Ohres. Ohr ist das Symbol für das, was du hörst, Gehörtes. Forme um, was du hörst. Bringe zum Beispiel das böse Gerücht in eine neue Hörweise. Höre es zum Beispiel mit den Ohren der Verheißung oder mit den Ohren eines Propheten, ja? Oder mit den Ohren göttlicher Gesetzmäßigkeiten, mit den Ohren göttlicher Grundsätze. Versteht ihr? Wenn wir die Dinge, die wir ständig hören, nur mit menschlichen Ohren hören, kommen wir um. Die Ontik geht an uns vorbei, sie sucht andere, weil wir ausgeschaltet, gelähmt sind durch uns selber. Aber wenn wir es austauschen, gehen wir ein, werden wir mitgenommen mit dieser Welle. Ja? Ein Fuß ist das Symbol auf die zu gehenden Dinge, Wege, auf die aktuelle Wegstrecke vielleicht, aber auch auf die Weltentwicklung, wo alles ihren Lauf nimmt, wie man so sagt. Ja? Man kann das austauschen. Ein Fuß, Symbol auf die Wegstrecke. Eine Hand meint die Handlungsweise. Tausche sie aus, sagt der Herr. Eine Hand, eine Handlungsweise, tausche sie aus. Jetzt wenden wir uns einen besonderen Ausspruch zu Noah und seinen Söhnen hat Gott nach der Flut etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Ich bin buchstäblich in Staunen geraten, als ich den Zusammenhang las. Aber es hat viel mit Bild zu tun, was du jetzt gleich liest. 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, sagt Gott zu Noah nach der Flut, ja, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird vergossen werden. Und jetzt kommt die Begründung, warum. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Hast du je darüber nachgedacht, wie dieser Zusammenhang entstehen kann? Ja? Wir haben ja übersetzt, dessen Blut muss durch einen Menschen vergossen werden. Stimmt aber nicht, steht nicht so im Urtext. Ja? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich sage dir, ich habe genügend Menschen kennengelernt, die getötet haben, sei es durch Abtreibung, oder irgendwie andersweitig und die sind nachher im eigenen Blut gestorben. Ja? Abtreibung ganz besonders, weil Gott nimmt das Blutvergießen von Menschen ernst. Warum? Die Begründung, warum das gesetzmäßig das Blut von dem fordert, der gemordet hat, weil er Gottes Bild ist. Der Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen. Der Mensch ist eine Erscheinungsform Gottes. Versteht ihr? Jeder Mensch, und das ist nicht die Frage, gut oder schlecht, der Mensch ist eine Erscheinungsform Gottes. Und wir haben im ersten Teil schon gesehen, im Vorhof, das All besteht aus ihm. Dein Außen ist das ganze All. Du bist Teil deines Nächsten. Also wenn du den Nächsten erstichst, erstichst du dich selber, heißt das. Muss dein eigenes Blut fließen. Ja? So wie wenn du direkt selber in die Hand schneidest, den Fuß stichst oder was immer du dir selber antust, tust es dem anderen an. Es ist ein und dasselbe, weil er im Bild Gottes geschaffen ist, in der Erscheinungsform Gottes. Es ist dasselbe. Es ist ein Organismus. Seht ihr? Und darum vergießt du dein eigen Blut, wenn du Blut vergießt. Darum töten wir niemals. Wir sehen jeden Menschen als Teil von uns selber. Die ganze Schöpfung als Teil von uns selber. Gott als Teil von uns, wir als Teil von ihm. Also wir sollen das Bild vom Menschen ganz grundsätzlich austauschen, sagt dieses Wort. Ja. Nach eben gelesenem Zeugnis fordert Mord also automatisch das Blut des Mörders. Das habe ich jetzt erklärt, warum. Gott aber ist eins mit seiner gesamten Schöpfung. Und wer einen anderen ersticht, vergießt immer sein eigenes Blut, weil wir zusammen nur einen Leib bilden. Ich sage, lernen wir darum, jeden Menschen mit anderen Augen zu sehen. Jeder Mensch eine göttliche Gestalt, ein anderer Ausdruck meines eigenen Ich, ja, meines Ich. Und seht jetzt, schalten wir den Gang höher, das war jetzt Bereich der Offenbarung, sagen wir mal. Aber den Ausspruch von der letzten Versammlung, ja, der Jakob, Freund, wozu bist du gekommen, ist daher erst die Offenbarung im Vorhof.
Steht ihr? Freund, wozu bist du gekommen? Eine Offenbarung im Vorhof. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter mit der Sache. Seid ihr da dabei? Jetzt wird's aber etwas heiß. Das ist jetzt nicht so einfach, was du jetzt zu hören kriegst. Es ist eine Übung. Aber ich sage, ich spüre das Heil darin. Tauscht die Bilder aus, sagt er, sonst kommt ihr nicht ins Reich. Und wir sind in diesen Tagen so sehr bombardiert mit übelsten Erfahrungen, mit übelsten Begegnungen, mit Menschen, die Übelstes tun, auch gegen uns, dass die Not uns dazu drängen möchte, uns in einem falschen Bild zu verkrallen. Zum Beispiel im Bild der Rache oder des Wunsches, dass doch irgendwem, dem einen oder der anderen, eins ausgewischt wird oder was auch immer. Darum sage ich, gehen wir jetzt einen Schritt weiter hinein ins Heiligtum, damit wir Bilder umwandeln lernen, damit wir bestehen in dieser schweren Endzeit, mit diesen Sturmwinden, mit diesen Versuchungen. Und hier ist ein rettender Fels in Aussicht. Nochmal eine tiefere Sicht über den Menschen der Sünde gilt es zu finden. Darum geht es jetzt. Also da gibt es uns feindlich gesinnte Menschen, vielleicht ein einziger Freund, eine Freundin, vielleicht das eigene Kind, ja, vielleicht die eigenen Eltern, du kannst es von allen Seiten anschauen. Doch jetzt trägt dieser Mensch plötzlich das Bild des baren Teufels. Ja. Grau und hart wie Steinkohle, schwarz wie schmutzig wie Ofenruß. Wenn man jetzt das Bild nimmt, wir reden, wandle das Bild aus, versteht ihr? Christus sagt im Heiligtum, wandle dieses Bild, wandle diese Erscheinung, forme sie um, damit das Reich nicht an dir vorbeigehen muss, damit du nicht gefangen wirst in einem falschen Bild. Und wir fragen ja, wie denn? Hart wie Steinkohle, schwarz wie Ofenruß. Wenn einem das erstmal begegnet, aber du musst dem Herrn nie sagen, wenn du wüsstest, wie es mir geht in dieser Situation. Er sagt, ich habe wohl die Schlimmste erlebt. Versteht ihr das mit Judas, Freund, wozu bist du gekommen? Das war nur gerade die Vorspeise, Peanuts, oder? Und nachher kommt sie erst richtig dicke, oder? Du hast gehört, wie er am Kreuz dann das umgeformt hat. Er hat nicht heruntergeschrien, ihr verdammten Sünder, jetzt habe ich die Schnauze voll von euch. Er hat nicht die Hände über die Nägel gerissen, seine Füße weg. Hätte er alles tun können, versteht ihr? Hätte die Macht gehabt, hochzufahren, sagt, da habt ihr es. Ich habe es euch gezeigt, ich habe euch das letzte Wunder. Und weg, so hätte er reagieren können. Aber aus ihm kommt ein anderes Bild. Sein Bild ist, Vater, vergib ihn, die wissen gar nicht, was sie tun. Es ist ja krass. Er bekennt ihre Unschuld, wenn du so willst. Die Mörder, die ihn jetzt gerade gepeitscht durch den Staub der Straßen Jerusalems geschleift haben, dass ihm die Nägel ausgerissen wurden. Ich weiß nicht, wie er alles geschunden wurde. Mit Dornenkronen, Peitschen und Spucken und alles, was dort geschrieben steht und noch weit mehr, oder? Und er formt das um. Er ist fähig in der Kraft, im stärksten Schmerz drin, dieses Bild auszuwandern. So behält er den Sieg, so behält er das Reich, die ontische Auferstehungskraft in sich. Ja. Und wir fragen nochmal, wie wandelt man so ein pechschwarzes Bild um, wenn du das Gefühl hast, du wirst gemordet, dass die Menschen, die du einst geliebt hast, die dich geliebt haben, die dich jetzt hassen und verfolgen. Naja, aus Kohlen werden zum Beispiel Diamanten gepresst. Da hast du ein Bild, was du mit Kohle anfangen kannst. Und für mich bedeutet die neue Enthüllung im Heiligtum, sie liefert mir folgendes Bild. Die uns Verratenden sind lediglich, jetzt sage ich es mal ganz froh, ganz heilig, die uns verraten, sind lediglich dazu gewürdigt, sprich dazu gesetzt, tiefere Läuterungen zu erfahren. Versteht ihr, wovon ich gerade rede? Jetzt wandle ich gerade das Bild um. Was kann man mit Kohle anfangen? Ja? Je größer die Sünde, desto überfließender soll sich aber zuletzt die Gnade erzeigen, steht geschrieben in Römer 5,20. Lesen wir es wieder mal. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, kannst du sagen, ich habe die Schnauze jetzt voll, das war jetzt genug. Ja? Da ist die Gnade überströmend geworden. Warum? Damit die Sünde
wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gesamtgerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier hast du eine unglaubliche Verwandlungsszene. Verstehst du? Ein Vollmaß der Sünde und er kommt und sagt, ich gebe mehr dazu, ich wandle es um. Mein Bild ist, das Maß ist nicht voll, es ist übervoll und zwar von Gnade. Er spült das aus, weil die Gnade muss herrschen. Versteht ihr? Darum war der Vorspann so wichtig, der Vorhof, dass wir begreifen, die Allversöhnung, die ist mit Gericht vollgeladen. Unglaublich schwere Dinge kommen auf die Menschheit zu. Aber wenn du ihnen dieses Gericht wünschst und sie da hinein verdammst, wirst du gleich mit in den Schlund runtergezogen, weil du das falsche Bild anschaust. Du hast das Bild der Rache, das Bild der Vergeltung. Und so reißt dich mit ihnen in den Abgrund. Sie müssen wirklich darunter. Das wirst du noch sehen, auch weiter in dieser Rede. Das ist Tatsache so. Aber dabei soll es nicht bleiben. Der Herr sagt, wenn du willst, dass dich der Strom nicht wegreißt, all das Böse, dann forme es um. Die Gnade muss herrschen. Das, wo die Sünde voll Maß hat, muss sie größer werden. Die Gnade muss herrschen, wie der Tod, der Teufel geherrscht hat, der Sünd geherrscht hat, so muss Christus herrschen. Das ist das Programm, alles hinein in Gott. Ja. Also es bedeutet, dass diese Menschen nach ihrer Läuterung umso kostbarer sein können. Versteht ihr? Ich habe jetzt mal können, ein bisschen im Konjunktiv geredet. Ja. Aber der Preis ist so oder so ein absoluter, das musst du verstehen. Ja? Ein Preis, den du nie bezahlen möchtest, glaub es mir. Doch wer dazu bestimmt ist, wie Gold und Silber geläutert oder wie Diamant ausgepresst zu werden, der muss diesen Weg eben auch gehen. Wenn du lauter Kohle hast, Diamant entsteht unter Drücken, die kann man gar nicht beschreiben. Da muss er durch. Also spricht dieser Mensch, der Russ Schwarz vor dir steht, er kommt um den Feuersee nicht herum, weil er muss gerettet werden, er muss geläutert werden. Und wenn er schon mal zur Kohle geworden ist, gibt es nur diesen Weg der Umwandlung. Ja? Weil Gott möchte die Kohle nicht nur zum Verbrennen brauchen und dir ein bisschen warm zu machen, dass du deine Rachegefühle gestillt hast, deine Vergeltung, Zorn der Vergeltung gestillt wird. Verstehst du? Er kommt um den Feuersee nicht herum, das darfst du immer wissen, musst du wissen, ja. Und das wusste Jesus am Kreuz, er wusste, sie werden noch schreien, so steht es geschrieben. Eben hat das Bild gekannt, dass sie alle, die ihn durchstochen haben, schreien werden, reihum, jeder, ja. Aber bei Gott ist eben der Feuersee nicht das Letzte und das müssen wir begreifen. Die Länge, die Geschichte geht noch weiter, wir reden gerade von der Länge, versteht ihr? Geschichte geht länger, als wir denken. Wir sagen, Feuersee, dann ist aus und fertig, Schluss und vorbei. Nein, nein. So sehe ich den künftigen Wert, ich sage mal wörtlich jetzt unserer uns peinigenden Söhne, die uns heute peinigen, oder die Aussteiger, die uns peinigen, die ganze OCG peinigen. Ich sehe den Wert darin, ich sage es mal mit diesem Bild, ich tausche das Bild aus. Sie haben sich zu Höherem aufgemacht. Sie mussten sich zu Höherem aufmachen, um über ihren gewaltigen Abstieg zu Höherem Sein zu gelangen. Ja? Und ich sehe das Bild, ich glaube, dass nichts letztlich aus wirklich bösem Willen heraus geschehen ist. Es war aber absolut aus böser Versuchung. Ja? Und doch, wie bei Josef und seinen Brüdern, auch wiederum Erwählung. Er wählt. Erwählung. Ja. Aus Gottes Perspektive mussten sie auf einem solchen Weg von ihren Unheiligkeiten gereinigt werden, die Brüder Josefs, versteht ihr? Und das ist das System, das Bild, so kann man es umwandeln. Hätte Josef im Gefängnis und überall, wo er war, nur die Verbitterung, das Bild der Verbitterung in sich behalten, nur immer dabei stehen geblieben, was ihm alles angetan worden ist, ich glaube, er wäre als depressiver alter Mann verendet irgendwo im Kerker, er wäre gar nicht erst rausgekommen, versteht ihr? Er hat diese Bilder umgewandelt, das kam aus seinem Mund, versteht ihr? Der geschändete Josef selber erklärt es uns und seinen boshaften Brüdern in 1. Mose 50, 19 bis 20, kannst du es nachlesen, wie er es ihnen erklärt hat. Er hat ein Bild ausgewandelt, hat darum den Strom, den ontischen Strom gekriegt, ist zum Welt,
zur Weltherrschaft aufgestiegen. Josef sagte zu ihnen, zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, die haben ja nur noch geschlottert und gezittert. Die Stunde kommt, glaub es, bei allen, die Gott aus der Schule gelaufen sind. Irgendwann schlottern sie und zittern sie und hoffen, dass ihnen irgendwo Gnade wird von dir. Ja? Und er sagt, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, sagt er, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Also da kann man nicht sagen, die hatten keine böse Absicht, ihr kennt die Geschichte. Ja? Wir haben viele Aussteiger, die hatten niemals böse Absichten, sie wurden einfach verführt, sie wurden von Menschen aufgehetzt, verhetzt. Man hat sie aufmerksam gemacht, du musst hier arbeiten oder was weiß ich, ich möchte das gar nicht ausführen. Aber hier waren wirklich böse Menschen, wirklich mit böser Absicht. Ihr zwar hat er Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zu Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Siehst du das neue Bild? Das alte Bild, oh ihr, oder? Ihr Teufelsbrut, das sollen meine Brüder sein, ich kenne euch nicht, oder? Und hier werden sie zum Retter fast hochstilisiert. Ihr habt das gemacht, dass Gott ein ganzes Volk am Leben erhalten kann. Was für eine Auswandlung, nicht? Was für eine Auswandlung. Wir sprechen also gerade von der Umformung. Lasst uns jedes böse Gesamtbild, jede satanische Handlung meint das, jeden widerwärtigen Weg übersteigen, indem wir sie unter Berücksichtigung der göttlichen Perspektiven und Verheißungen und in der Kraft der Offenbarung Gottes verwandeln können. All jede Situation. Wir können hinter allem und jedem Gottes Absicht entdecken. Ja? Weil übernatürlich Verwandlung generell Gottes Gebot sind. Wenn du diesen Teil überschreiben willst mit deinem Titel, schreib drüber Verwandlung als Gebot. Verwandlung ist das Gebot Gottes auf allen Ebenen. Sonst geht das ontische Weltreich an euch vorbei. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich sage, dass ihr die geistliche Wirklichkeit nicht falsch deutet. Wer abgefallene oder bösartig uneinsichtige, aber jetzt in der Phase ihres Abstieges, wo sie zur Läuterung absteigen müssen, wer sie jetzt zurückholen will oder sie zurückholt, fixiert sie noch zusätzlich in der Gestalt des Rußes, sage ich mal, der Kohle, ja, des unbrauchbaren, befleckten Wesens. Das müsst ihr jetzt gut verstehen. Für uns ist nur wichtig, wir dürfen keinerlei Vergeltung, Rache im menschlichen alten Bild im Herzen tragen. Keine Hand, die sich erhebt. Wir nehmen diese Hand der Rache runter, die Faust der Vergeltung, wir nehmen sie runter und machen eine Segens daraus. Versteht ihr? Ja? Und eine falsche Versöhnung, eine unzeitige, oder wenn es nicht bei Ihnen nachgereift ist, würde uns selber, Sie und uns selber, dem Fluche gleich machen. Das ist wie wenn du einen Leprakranken, bevor er seine Quarantäne hinter sich hat, zu dir kommen lässt, dann werden alle sterben rund um dich herum. Ja, wenn einer die Pest hat, dann darfst du den Zeitpunkt nicht verlassen. Wenn gesündigt wurde, alles eingesetzt wurde, was zur Versöhnung möglich war und es wurde nicht ergriffen und der Weg geht abwärts, muss die Umkehr von dort ausgehen, wo sie mangelt, wenn du alles gegeben hast. Wenn du freilich nicht alles gegeben hast und irgendwann merkst, da fehlt ein Teil, dann gib den. Vielleicht ist das dann der Schalter, warum es dann zur Wende kommt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben alles gegeben, mehr gibt's nicht. Passt auf, dass ihr euch nicht zum Fluche macht, indem ihr das seelisch interpretiert. Nicht ein seelisches Bild soll an die Stelle des Bildes der Vergeltung kommen, versteht ihr? Sonst passiert genau das Gegenteil und ihr werdet noch mehr verwundet als zuvor, es wird noch schlimmer werden. Also wir müssen sie ziehen lassen, heißt das, bis zu ihrem Läuterungsziel. Kein falsches Erbarmen, bildlich gesprochen. Wie man kein Erbarmen mit einem Gold Nugget hat, wenn es im Felsen ausgeschlagen wird, kein Erbarmen, wenn es in den Schmelztiegel geworfen wird, keine Rache, Vergeltung und solche Dinge, keine böse Herzensgesinnung. Ihr Gericht muss sein, weil sie das Bild Gottes sind. Ja? Und in dieses Bild, in diese Endgestalt, genauso wie wir, verwandelt werden müssen. Und wenn es heißt, Letzte werden Erste sein, kannst du damit rechnen, dass Leute, die heute ganz massiv auf dich runterhauen noch,
dass sie einmal deine Wächter sein werden. Ja? Und ich rede hier wirklich aus Erfahrung. Wir haben in der OCG Leute, von denen ich weiß, als sie kamen, hieß es, das war ein massiver Feind von dir, Ivo. Der hat dich überall angeschwärzt. Der war überall, hat er gespalten gegen dich oder die. Ja? Und sind unsere besten Pferde heute im Stall. Versteht ihr? Besten Pferde im Stall. Ich kann es nicht mit anderen Worten sagen. Die treuesten, mit den besten Früchten, mit den reinsten Ergebnissen. Versteht ihr? Oh, wenn das nicht so in Gnade gewandelt worden wäre. Letzte werden Erste sein. Sie sind heute ganz, ganz hoch im Kurs. Ihre Kinder, reine Diamanten, reine Perlen. Verstehst du? Ganze Perlenketten kommen da von ihnen. Ja? Aber der Preis ist unermesslich groß. Du wolltest ihn nie bezahlen. Diese Veredelung, die ihnen bevorsteht. Der Herr hat aber deutlich gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja, also wenn er da ihre Liebe etwas hochbringen will, das ist der Preis, aber du wolltest ihn nie bezahlen, glaube es. Besser wir haben Erbarmen als Zorn. Ja. Man kann es vielleicht vergleichen, wie mit Sportlern, die Hochleistungssport betreiben oder Künstler, wir bewundern sie, nicht wahr? Eine Art beneiden kannst du sie, aber doch wirst du immer wissen, dass du den Preis der Kunst nicht selber bezahlt hast und darum diese Kunst jetzt auch nicht beherrschst. Du kannst sie nicht für dich beanspruchen, du kannst sie nicht beherrschen. Das ist ganz normal. Wir bewundern zuletzt immer die höchsten Resultate, auch wenn Leiden zur Herrlichkeit führt, ja. Darum bewundert die ganze Welt Jesus. Ja. Ja. Aber diese haben den größten Preis der Entbehrung, des Leidens, der Selbstverleugnung gekostet. Was auch immer höchstes Resultat ist. Und ich zeige es nochmal in diesem Bild. Josef und seine Brüder. Eine Geschichte des Versagens. Israel, der Israel Gottes. Und unsere Bibel. Die Bibel, unser gesamtes Wissen, die Überlieferungen, das realisieren, wer Gott ist, haben wir diesen Menschen zu verdanken. Die Bibel, die du liest, ist Tag für Tag ein Zeugnis einer Katastrophe. Verstehst du? Überlegen, was du die ganze Zeit liest. Lies das Alte Testament. Da geht es von Zornesschlag zu Zornesschlag, von Versagen zu Versagen. Aber du schöpfst daraus. Stimmt das? Du hast keine bessere Quelle unter diesem Himmel als die Bibel, die nur mit Blut geschrieben wurde, mit Blut des Versagens, ja, bis hin, dass dieses Volk 2000 Jahre jetzt in der Verdammnis hockt und ist noch nicht zu Ende. Ja. Also äonische Gerichte, um das auszuschmelzen. Aber wir profitieren von Josef und seinen Brüdern. Die Brüder haben diese Geschichte geschrieben. Ja. Sie haben sie ausgelöst, der Israel Gottes, der nur wirklich von Gott selber immer wieder beschimpft wird und sagt, ich kann euch nicht mehr riechen, ich kann euch nicht mehr tragen, ich müsste es umbringen, wäre ich nur einen Moment in eurer Mitte. Aber das ist unsere Perle heute, unser Gold, unser Silber, versteht ihr, unsere geistliche Währung. Wir wissen, wer Gott ist und wir erfahren dasselbe, wir können uns orientieren, müssen dieselben Fehler nicht wieder machen. Wir lernen von ihnen. Was für ein Schatz, verstehst du? Aber er ist aus der Länge geboren, aus der Länge von Jahrhunderten, Jahrtausenden ist er hervor. Gegoren sozusagen, ja, aus lauter Versagen herausgeboren. Kurzum, ich sage, lernen wir doch jede Handlung, jeden Anschein und jeden bösen Weg auszutauschen, umzuformen, zu metamorphosieren, um dann mit Gottes Augen zu sehen. Und ich erinnere wieder, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligtum, ich zeige euch jetzt ein Beispiel, nur um euch nochmal klarzumachen, dass jedes Bild, das du austauscht, darf drei Ebenen, ist natürlich zu wenig, aber ich nehme jetzt mal die drei, auf drei Ebenen komplett verschieden praktizieren kannst. Wenn er sagt, nimm eine Hand anstelle einer Hand. Ihr erinnert euch, Jesus sagt, wenn deine Hand dir zur Versuchung wird, was machst du dann? Hack sie ab. Ich sage, das ist der Vorhof. Du kannst das Bild von einer Hand in eine andere austauschen, kannst du auf dem Vorhof hackt deine Hand oder deinen Fuß ab, dein Auge aus, besser als Krüppel ins Himmelreich eingehen, als mit gesunden Gliedern in die Hölle. So hat Jesus gesagt, das ist die Vorhofsebene, verstehst du? Die Christenheit ist bis heute dort hängen geblieben, also beziehungsweise sie drückt sich um das herum, schon um diese, ja? Ja? Aber das ist der Vorhof, so kannst du es machen. Du kannst dich überwinden lernen und kannst die Dinge abhacken, von dir geistlich gesprochen, natürlich nicht wahrhaftig zu machen. Also wir haben das erlebt, Leute, die sich verstümmelt haben und dachten, sie können sich dabei etwas
etwas Gutes tun. Ja? Das ist eine Metapher, versteht ihr? Wenn jeder sich die Augen aushackt, sind wir blind. Das ganze Welt, und wir sind Krüppel, kann keiner mehr am Leben bleiben. Aber ihr versteht es, im Heiligtum aber, die Hand, ein Bild, mit eine Hand mit der anderen austauschen, im Heiligtum klingt das so, meine Hand ist deine Hand. Es ist nicht mehr länger meine Hand, mein Fuß, mein Auge, meine Ohren, alles sind deine Glieder, ich bin der Tempel. So tauscht man die Bilder aus. Ich sehe nicht immer mich als Natur, Menschennatur, ich sehe die Gottesnatur in mir. Im Allerheiligsten geht es nochmal einen Schritt weiter. Ich tausche das Bild nochmal aus. Hier werde ich befruchtet, oder? Hier bin ich befruchtet. Hier werde ich selber. Ich bin, oder? Ich bin, ich sehe. Ich sehe durch dich, Herr Jesus. Ich höre mit deinem Ohr. Nicht ich bin dein Ohr, sondern ich höre mit deinem Ohr. Ich sehe mit deinem Auge. Ich bin dich, ja, als dich. Ich in Aktion durch ihn, er in Aktion durch mich. Siehst du, und hier schließt sich der Kreis letztlich wieder. Das Auge, ich sehend wie Gott, anstelle eines Auges reißt dir das Auge aus. Ist immer dasselbe, du tauscht aus, aber du kannst auf verschiedenen Ebenen austauschen. Und dann gibt es freilich auch eine vierte Dimension, gleichsam eine vierte Seite dieses Altars. Das ist der Gottlose, ist auch ein Bild, oder? Und an seine Stelle kommt Azazel. So kann man ein Bild austauschen. Mit dem Bild arbeite ich oft. Und auch da muss man achten, dass man es nicht im Geiste der Vergeltung macht. Im Moment entlastet es zwar, du legst es auf eine unsichtbare Macht, aber ich lerne länger desto mehr, was immer du hast, ob das ein Mensch oder ein Teufel ist oder ein Tier, spielt gar keine Rolle. Solange Hass in unserem Herzen Platz hat, existiert, beginnt er uns einzunehmen. Also ich kann auch auf den Teufel einen Hass haben, verstehst du? Und immer mehr einen Hass haben. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich sage damit mit keinem Deut, dass es Teufel nicht zu bekämpfen gilt. Aber ich erinnere wieder daran, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht den Teufel selber. Teufel gibt er in Feuersee, in den Leuten, in Schmelztiegel, oder? Ja. Also da weißt du, da harren die allergrößten Gerichte. Aber es muss sein. Es muss sein, weil der nicht ablässt vom Bösen, muss selber an diese Stelle kommen. Das ist eine Pflicht. Es ist ein Läuterungsverfahren. Da brauche ich keinen Hass dazu. Ich kann das Verfahren ganz ohne Hass machen, wie ich Gold schmelzen kann. Da brauche ich keinen Hass. Ich werfe es einfach in den Tiegel und weiß, wenn du es genug aufkochst, wird das gereinigt, kommt die Schlacke hoch. Verstehst du? Also wir verteilen weiterhin um, aber nicht aus Hass, sondern aus Notwendigkeit, weil es keinen anderen Weg gibt. Und die zentralste, wichtigste und entscheidendste Frage betrifft nun aber die Zeit unserer letzten größten Verwandlung. Jetzt komme ich zum Eingemachten, ihr Lieben. Ihr mögt ein bisschen heute? Es betrifft den Zeitpunkt unserer letzten und größten Verwandlung. Wir haben gesagt, das Zweitbeste zuerst, das haben wir jetzt ein bisschen skizziert. Jetzt komme ich zum Wichtigsten, zum Besten aus der Länge. Die Zeit unserer größten Verwandlung. Zu welcher Zeit werden wir körperlich verwandelt? Sollen wir verwandelt werden, besser gesagt? Plump gesagt, vor oder nach dem Tod? Da kommen wir jetzt richtig ins Eingemachte, ihr Lieben. Und die Christenheit hat es nie geschafft, die Verwandlung ihres Leibes vor das Ableben zu stellen. Theoretisch vielleicht da und dort schon mit den Worten, aber nicht im Glauben. Ja? Auch wenn sie immer wieder von der Entrückung redet, die Christenheit, rechnet sie eben doch nicht mit der Möglichkeit, im Hier und Jetzt verwandelt zu werden, um hier und jetzt zu bleiben. Ja? 1. Korinther 15, 51 bis 53 sagt aber klar und deutlich, wie es läuft. Siehe, sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. Also da kommst du jetzt richtig ins Heiligtum rein, in die Enthüllung. Ja? Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dann folgt der Stolperstein mit dem Verwandeltwerden zur Zeit der letzten Posaune. Ja? Was für uns Christen gleichbedeutend mit ab in den Urlaub ist. Versteht ihr? Ab in den Himmel, oder? Verwandelt dem Herrn entgegen in die Luft und da werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Juhu, oder? Ich sage wieder, hört meine neue Rede an, die jetzt dann irgendwann ausgestrahlt wird. Seht sie euch an.
der ganze Himmel will runter, will runterkommen auf die Erde, wir wollen hoch. Nein, für die Christenheit ist bis heute die Entrückung nichts anderes als ab in den Urlaub, hoch in den Himmel, obwohl im Urtext klar und deutlich steht, wir werden in den Luftbereich entrückt. Warum? Weil wir schon 2000 Jahre da oben sitzen mit Jesus. Ja? Wir sind mit ihm auferstanden, mit ihm hoch im Himmel, zur Seite Gottes sitzen, um da oben zugerüstet zu werden. Wie er gesagt hat, ich werde lange weg sein und wenn ich mein Reich empfangen habe, komme ich zurück zum Ausgangspunkt und werde hier herrschen. Und da kommt er in uns zurück, wenn er in uns Gestalt gewonnen hat. Punkt, oder? Ja, der entscheidende Satz, aber der uns zeigt, dass wir nicht erst die Verwesung abwarten sollen, lautet Vers 53 so. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Hast du es beachtet? Es heißt hier nicht, das Verweste muss Unverweslichkeit anziehen oder das Gestorbene muss Unsterblichkeit anziehen, sondern das Verwesliche, das Sterbliche. Somit darf Philipper 3,21 auf hier und heute erwartet und angewandt werden. Also es darf, muss, ich sage muss. Ihr müsst ein Bild durch das andere austauschen. Versteht ihr, wir reden jetzt von der Unsterblichkeit. Das wird richtig heiß, oder? Weil bis jetzt sind alle gestorben, oder? Aus mit Ausnahme von Henoch und so, oder? Philipper 3,21 sagt, der den Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch das All sich zu unterwerfen, oder Allsämtliche, die Allsämtlichen müsste man genau übersetzen. Also das All ist gut übersetzt, ja. Seht ihr? Den Leib der Niedrigkeit, wir müssen den gleichen Auferstehungs-Herrlichkeitsleib haben wie er. Und Römer 8, 11 doppelt nach. Und sagt er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Sterblichen. Nicht gestorben. Also nicht unsere gestorbenen Leiber, unsere sterblichen. Ja. Das Ziel ist die Verwandlung im Hier und Jetzt, im Heute und Hier. Das ist für mich die Länge. Das ist die Länge ausgeschöpft. Das ewige Leben, nicht in der Ewigkeit im Himmel, sondern hier unten. Ja. Ja. Durch berechtigte, lebendige Erwartung, wie sie einst ein Henoch, der siebte nach Adam, hatte. Und jetzt kommen wir zu einem Belegstellen, 2. Korinther 4, Vers 7 bis 10. Wir haben aber diesen Schatz, da sind wir beim Thema, seht ihr es? Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft Gottes sei nicht aus uns, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Hier hast du die ganzen Auferstehungsübungen. Ja? Ja? Und dass dann auch Gretchen unmissverständlich verstehen darf, dass mit Leib wirklich unser sterbliches Fleisch gemeint ist, doppelt Paulus in 2. Korinther 4, 11 nach und sagt, denn ständig werden wir die Lebenden dem Tod überliefert um Jesu Willen. Warum? Das Ziel ist, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Ja, immer mehr im sterblichen Fleisch, man kann es nicht deutlicher sagen. Aber dass dieser Text auf die Auferstehung hin zeigt, das haben wir am allerwenigsten begriffen bis heute, die Christenheit. Ja. Ich frage wieder, wie werden wir nochmal verwandelt? Durch das sich Öffnen, durch unverhülltes Anschauen dieser Herrlichkeit. Lesen wir es nochmal, 2. Korinther 3, 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Jetzt schauen wir gerade den Auferstandenen an, oder? Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir können uns jetzt Gott erschließen oder verschließen. Das meint, wir können bejahend glauben, was Gott in Aussicht gestellt hat, oder verneinend sich dem Fleische ergeben. Ja? Oder der törichten Wissenschaft, dem niedrigen Menschensinn,
der alles umdeutet und in diabolischen Unglauben erwirkt, uns anschließt. Können wir alles, ja? Aber merken wir uns das? Der Mensch wurde vom Teufel verführt, sodass alle Heilsgüter auf die Zeit nach seinem Abscheiden zu erwarten sind. Das ist für mich eine der größten Verführungen überhaupt. Ja. Er rechnet nicht mit einer Erneuerung in dieser Welt. Kann der Mensch nicht. Er sagt, es gibt keine Veränderung. Erinnert euch an den Ausgangspunkt. Ja. Er rechnet nicht mit einer Erneuerung dieser Welt, sondern lässt sie gemäß dem Auslegungsverdreher gnadenlos verbrennen und vernichten. Ja. Aber wir haben lediglich die Wege Gottes nicht erkannt, sage ich. Die Bilder nicht verstanden, die Gott als geistliche Läuterungsgerichte bereitet hat. Ja. Seht ihr, erinnert euch an den, ich weiß nicht, was die letzte Predigt ist, es war die letzte, ja. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, ja, dass es brennt. Das kam aus dieser Stelle so schön raus, ja. Also würde er sagen, ich verbrenne die ganze Welt, bis die ganze Welt brennt, hat er gesagt. Aber wir müssen verstehen lernen, dass dieses Gericht nicht das Ende der Welt beabsichtigt, sondern das Ende der Sünde in der Welt. Am deutlichsten können wir das, diese Weisheit lernen aus Zephania 3, Vers 8 und 9. Ich kenne keine zweite Stelle vergleichbar, das ist wie das Schwert Goliaths. Kein Schwert seinesgleichen für mich in der ganzen Bibel, um zu erkennen, wie die Gerichte Gottes funktionieren, wie sie wesensmäßig zu verstehen sind. Ja. Lies mit mir und dann erkenne daraus, was das bedeutet im Endeffekt für unsere Welt, für unser Weltenschicksal, das wir so deutlich markiert haben. Hört, was hier geschieht. Darum harret auf mich, spricht Jahweh, auf den Tag, den ich mir da ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen. Die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Und ich frage dich jetzt vorweg, was bleibt hier noch übrig? Hast du es gut verstanden? Der ganze Grimm, was Gott an Zorn zusammenbringt, die ganze Glut seines Zorns, um die ganze Erde zu verzehren. Ist doch eindeutig, sagt der Theologe, das ist es. Die Welt muss verbrannt werden, weil ihr seid sowas von unveränderbar. Es geht nicht anders. Gott muss die ganze Welt verbrennen. Hier steht's. Aber jetzt lesen wir einen Satz weiter und beachten an dieser Stelle, wie der Text genau im nächsten Vers weitergeht. Vers 9, denn alsdann, also nachdem er die ganze Erde verzehrt hat, alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen Jahwehs anrufen und ihm einmütig dienen. Gut verstanden? Also der Theologe, der den nächsten Vers nicht mehr weiterliest, weil für ihn jetzt der Fall klar ist, sein Zorn hat Nahrung gefunden, diese Erde muss vernichtet werden. Ja. Geschieht euch allen recht da draußen. Nein, der Herr sagt, wenn ich mit dem ganzen Zorn die Erde verzehrt habe, werden alle Nationen einmütig mir dienen, mit reinen Lippen mich anbeten. Offenbarung 5, erinnert euch. Also erkennen wir das. Hier brennt das Feuer des gesamten göttlichen Eifers die ganze Erde nieder, doch werden die Lippen umgewandelt, ganze Nationen im Feuer. Und seht ihr, dasselbe gilt eben hinsichtlich der berühmten Petrusstelle, genauso, die alle Christen seit Jahrtausenden darauf ausgerichtet hat, dass diese Welt nichts wert ist, weil sie eben unverbesserlich ist, ich sag's nochmal, weil sie unverbesserlich ist. Und gerade deshalb muss sie im Feuer verbrennen. Das ist die theologische Logik hinter dieser Weltverbrennungsnummer, versteht ihr? Und darum, ich weiß nicht, wie viele Ohrfeigen, Fußtritte und was weiß ich, was ich kassiert habe, weil ich mich um die Rettung der Menschen auch durch die Aufklärung, durch die Besserung der Menschheit bemühe. Da sind die Christen allermeist gekommen, haben mich geprügelt, gesagt, du wehrst dich gegen das Gericht Gottes. Es muss sich erfüllen, was in der Schrift geschrieben steht. Die Erde muss verbrannt werden. Da gibt es nichts zu holen. Hier unten ist alles unverbesserlich. Es kommt von den Christen, wohlverstanden, oder? Aber genau dieses Verständnis ist eben nicht den Urtexten von Petrus entsprungen, sondern den Ein- und Auslegungen stoischer Irrlehrer, nenne ich sie. Wisst ihr, schon 310 Jahre vor Christus
hat Zeno von Kition eine Philosophenschule gegründet. Die hat gelehrt, dass die Welt zuletzt im Feuer verbrennen muss. Ja. Das war schon existent zu dieser Zeit. Und darum kommt ja Paulus überhaupt auf die Idee, in Kolosser 2,8 zu warnen vor diesen Irrlehren. Er sagt, seht zu, passt auf, dass niemand euch einfange durch die Philosophie, den leeren Betrug, jetzt passt gut auf die Begriffe auf, nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Merkt euch das Wort Elemente gut, das kommt jetzt noch. Ja? Das behandeln wir jetzt. Elemente der Welt. Die Philosophenschule hat gelehrt, die Elemente der Welt müssen verbrennen, buchstäblich, die Elemente der Welt, also Gras und Blumen, alles weg, Bäume weg, alles verbrennt, die ganze Welt, Himmel werden zusammengerollt, alles weg, oder? Was für einen Sinn und was für eine Verherrlichung Gottes das sein soll, erklärt uns niemand. Genau so haben wir es gemacht, hernach, oder? 2. Petrus 3, Vers 10 bis 13, können wir es lesen. Da kommen die Elemente wieder vor. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke darauf im Gericht erfunden werden, oder? Ja. Im Gericht haben sie geschrieben, obwohl es in Klammer ist, steht gar nicht. Ja. Das sehen wir jetzt dann gleich. Und dies, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt und dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. So haben wir das übersetzt, oder? Jetzt verbrennt hier die ganze Erde, alles die Elemente verbrennen, die Elemente, merkt euch das Wort gut, habe ich gesagt. Das ist die Auslegung, die nachher reingekommen ist in unsere Bibel, in sämtliche Bibeln. Ja, doch dieser Text spricht, wie wir es in der IVO herausgearbeitet haben, vom ABC. Wenn im Urtext von den Elementen die Rede ist, redet es von ABC, den Elementen allen menschlichen Denkens und Sinnens und Wahrnehmens. Das ist doch das, was Gott ausbrennen will. Wie könnte sonst jemals Jesu Gebet, wie im Himmel so auf Erden, auch nur schon erfüllt werden? Versteht ihr? Wie könnte jemals das tausendjährige Reich auch nur schon anbrechen, wenn doch zuvor das göttliche Zornesgericht, das Feuer, die gesamte Welt verbrannt hat? Ja? Oder soll er sie verbrennen, nachdem er sie gerettet hat? Ist doch einfach unglaublich, oder? Wir sagen, Jesus muss wiederkommen, hier alles verbrennen und nachher und so weiter, oder? Wir lesen kurz den IVO-Text, den revidierten 2. Petrus 3, 7 und 10. Ist freilich in diesem Tempo nicht zu behandeln. Ihr kennt diese Übersetzung und man muss sie vertiefen, ja? Trotzdem, ich lese sie und die Fußnoten präsentiere ich euch nochmal, damit es vergegenwärtigt ist, die Erde bleibt etwas länger bestehen, als wir denken. Wir reden gerade von der Länge, ja? Wir schöpfen gerade aus dem Schatz der Länge. Vers 7, 2. Petrus 3. Die gegenwärtigen Himmel und die Erde aber, sie sind demselben Logos, bei sich sammelnd Bewahrende, ja? Die zur Tageszeit der Scheidung und des Verderbens der unehrerbietenden Menschen vor dem Feuer behütet werden. Das ist die aufgesparte. Also jetzt kommt hier die Erklärung, ich lese euch, wie sie dort steht, um euch wieder mal die IVO ein bisschen schmackhaft zu machen. Wir haben dort festgehalten, wenn die Erde für das Feuer aufgespart ist, ist damit allein die darauf wohnende sündige Menschheit und nicht etwa der Erdkreis als solcher gemeint. Der Erdkreis wird eine mögliche zum Beispiel atomare Feuersbrunst genauso überleben, wie einst die Sintflut fürs Feuer aufgespart sind und bleiben. Daher einzig die sündhaften Verfehler. Wie in den vorangegangenen Kapiteln zeugt aber auch der anschließende Vers 8 von der Errettung der Gerechten und Heiligen. Gott versteht es, sie wie einst Lot von der Feuersbrunst zu retten. Jetzt lese ich noch den Vers 10 aus der IVO. Gekommen sein aber wird die Tageszeit des Herrn, als wie ein Kleptomane infolge von dieser, also Tageszeit, werden die Himmel mit Gewalt für sich einschreiten. Seht ihr den Unterschied? Nicht verbrennen. Sie werden mit Gewalt für sich einschreiten. Für sich, das heißt, um die Leute für den Himmel zu erbeuten, einschreiten. Durch sie, also durch diese Tageszeit, aber werden die elementarsten Grundkenntnisse als Verbranntwerdende aufgelöst werden. So steht es im Urtext, versteht ihr? Wissenschaftlich
grundelementarste Erkenntnisse, auch Grundprinzipien, die Grundstoffe, das ABC des materiellen Weltbildes und alle Erscheinungen in ihr werden aufgelöst, steht hier geschrieben, in Wahrheit. Die fundamentalsten Zusammenhänge und Lebensansichten werden aufgelöst. Das weltliche, unchristliche Lehrgebäude, versteht ihr, das wird darunter verstanden. Die Elementargeister jeglicher Art. Siehst du den Unterschied? Oh, die Welt lebt noch etwas länger, ja. Und dann noch der Schluss, und die Erde und ihre innersten Unternehmungen werden sehr wohl durch sie gefunden werden. So steht es dort, ja. Also die innersten Unternehmungen, die verborgensten Handlungen, Werke, ja, durch sie, durch diese Tageszeit, durch das hereinbrechende göttliche Licht, ja. Oder man kann auch so wiedergeben, und sie werden trefflich aufgedeckt werden durch sie, werden tüchtig auffindig gemacht werden durch sie, werden zufällig entdeckt, genau erforscht, gehörig enthüllt durch die Tageszeit, die aufbricht. Hier siehst du das Weltreich. Verstehst du, wie es aufbricht in Lichtgewalt, ja. Alles wird durch das gemacht, wird gut erforscht und enthüllt werden wird es. Lies dazu auch wieder mal Judas 14 bis 15, ja. Ausfindig gemacht wird es, all diese Schurkereien, all diese Machtmissbräuche, auch zufällig erfahren oder angetroffen, erlangt wird es. All die Aufdeckungsarbeit, versteht ihr? Die hier geschieht durch den Geist, das ist Geisteskraft, Geisteswehen, ja, das ist ontische Weltreich, das das macht. Nicht die Erde wird verbrannt, genau das, was du hier liest, das ist an der Reihe. Und das geschieht genau jetzt, versteht ihr? Ja, Himmelsgewalt heißt es, des Himmels, durch das Himmelsgewalt wird die Aufdeckung der Menschen, der Bosheit auch durch übernatürliche Zufall vorangetrieben. Ja? Also diese Welt soll zusammengefasst gesagt nicht buchstäblich verbrannt werden, sondern ihr ganz fundamentales Wahrnehmen, ihr Denken, ihr Sein, ihr höllisch verfinstertes Verstricktsein soll im Brand aufgelöst werden. Das ist das Feuer Gottes. Der Zorn Gottes bewirkt das. Also wirkt der Zorn, das Feuer. Ja, machen wir mal ein bisschen Gott. Danke für ja. Also das Feuer Gottes bewirkt mit anderen Worten eine Metamorphose der gesamten Weltbevölkerung, wie wir es vorhin in Zephania gelesen haben, auf dass die Herzen geläutert werden, verwandelt werden zum Heil. Ja, erwartet daher Verwandlung der Völker, gerade jetzt. Ja, auch das neue Jerusalem kommt auf diese Welt runter. Lest wieder mal die Bücher, die alten Texte, da haben wir es in allen Farben, allen Details beschrieben. Aber sie kommt eben nicht als physische Stadt runter, das neue Jerusalem, sondern als Auferstehungsherrlichkeit Gottes in den Menschen, in seinem Leib, im Anbruch seiner versöhnten Menschheit. Erwartet daher wie nie zuvor, genau in dieser Zeit, Hinauflassung im Sinne von Auferstehungsherrlichkeit. Wenn wir hier aus dem Schatz der Länge schöpfen, aus der Länge schöpfen, zielt alles auf unsere Auferstehungsherrlichkeit ab, die metamorphosisch vor sich geht, jetzt Schritt um Schritt, und ihre Vollendung findet in der Umgestaltung, in der Umwandlung, während wir noch auf den Füßen stehen. Nicht weg, sondern im Luftbereich mit Christus zusammen, da unten, wo man atmet, um zur Herrschaft zu gelangen, was jetzt schon ständig geschieht, aber in Herrlichkeitsleib enden wird. Und das mag in einem Nu schlussendlich abgeschlossen sein, aber es hat immer Thomas begonnen. Auch darüber gibt es ganze Predigten, ihr kennt es ja. Ja, also im Sinne von Herausauferstehung aus diesem Leib der ohnmächtigen Schwäche. Ja. Und ich sage auch, dass der wahre Israel Gottes sich mit dem königlichen Wesen des ausgewachsenen Christus verbindet, ja, wie sich eine Braut mit dem Bräutigam verbindet. Wie in anderen Worten geschrieben steht in 2. Thessalonicher 1,7. Und euch, den Bedrängten, mit Hinauflassung, also nicht einfach Ruhe, ja, mit Hinauflassung zusammen mit uns bei der Offenbarwerdung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Mögt ihr noch ein bisschen? Wenn ich jetzt hier nochmal Pause mache, mögt ihr noch ein bisschen? Ich möchte noch drei Irrlehren ganz kurz mit euch anschauen. Gefährliche Irrlehren hinsichtlich unserer Verwandlung des Leibes, ja, im Hier und Jetzt. Ich weiß, was für ein Gegenwind hier in der Welt kommen mag für diese Dinge. Aber seht, die erste Irrlehre ist das Verschieben auf die Ewigkeit, ja, im Himmel. Das ist die langjährigste Irrlehre, diese passive und
ich sage mal, bequeme Geisteshaltung dürfte aber der epikureischen Philosophie von damals entsprungen sein, ihrer Lehre, ja, der Paulus gewarnt hat. Die 306 vor Christus gegründete Philosophenschule von Epikur hat nämlich gelehrt, dass der Sinn des Lebens im ungestörten Lebensgenuss liegt. Ja. Das heißt, jede Furcht vor Gott und jeder Kampf ums ewige Leben, natürlich auch die äonischen Gerichte, störten diesen Lebensgenuss. Ja. Das war die erste Irrlehre. Ja. Die zweite und eine gegenwärtige Blockade bildet die Irrlehre der Herausauferstehung. Ja. Diese Irrlehre redet davon, dass unsere Leiber, nachdem sie begraben sind, innerhalb weniger Tage aus den Gräbern verschwinden. Ja. Und ich bestreite gar nicht, dass sowas möglich ist. Gell? Aber dieses Verschwinden von Leichen aus den Särgen als Herausauferstehung zu deklarieren, finde ich deshalb ein Verrat. Warum? Warum ist sie gefährlich? Weil du schon wieder zuerst tot sein musst. Ja. Verstehst du, es ist immer dasselbe, was geschieht. Wenn tiefere Auslegungen kommen, führen sie uns schon wieder irre. Du sollst schon wieder tot sein. Ja? Und dass es solche Herausauferstehungen im Sinne eben von leeren Särgen gibt, darüber gibt es viele Beispiele, ja, vom Friedhof Enge in Zürich da unten zum Beispiel, gibt es ganzes Büchlein davon. Ich vermute aber eher, dass diese verschwundenen Leichen von der Wissenschaft ausgeborgt wurden. Ich sag's mal mit gnädigen Worten für Forschungszwecke. Ja. Sehr meine Vermutung. Ja. Aber wie gesagt, ich bestreite nicht, dass das möglich ist, aber wenn du die Schrift liest vom Urtext, darfst du nicht die Herausauferstehung oder die Auferstehung nach deinem Tod verschieben, sonst wirst du sie nie erreichen. Das Reich wird an uns vorbeigehen, wenn wir nicht da fest werden und alles als Auferstehungsübung ins Bild der Auferstehungsübung umwandeln. Du kannst nämlich jedes Leiden hier unten als eine Trainingsstunde betrachten, wo du auferstehen kannst, wo du lernen kannst, Bild auszutauschen. Habe ich es genug erklärt? Gut, das ist eine Verschleierung, wie sie, das ist ein Verbrechen dahinter, was tagtäglich immer noch geschieht, ja, dass man Leichen verschwinden lässt. Aber eine dritte Irrlehre geht gerade auch diese Tage massiv durch die Welt und die sagt uns, wenn wir uns begraben lassen, begraben, ganz normal 2 Meter unter dem Boden, dass wir dann nicht auferstehen könnten, ja. Und als Beispiele dienen ihnen dann Särge, die von innen zerkratzt sind, die man ausgegraben hat. Zerkratzte Särge. Und man behauptet jetzt, ja, dass sie nicht auferstehen konnten. Man hätte sie in Katakomben legen sollen, weil sie die Auferstehung nicht bekommen haben. Sind sie aufgewacht und sagen, was für ein Horrorszenario. Versteht ihr? Horrorszenario ohne Gleichen. Dabei wird doch in Philipper 3, 21 bezeugt, haben wir gelesen, dass wir denselben Herrlichkeitsleib bekommen werden, sowohl in unserer Herausauferstehung, von der ich sage, die geschieht hier und jetzt, während ich auf meinen Füßen stehe, oder auch in der Auferstehung, wie sie anders verstanden werden kann, nachdem du schon tot bist. Ja. Seht ihr, beiden Fällen haben wir denselben Auferstehungsleib. Und seht doch, der Herr ist durch verschlossene Türen gegangen. Kaum hat er den Leib gehabt, er ist schon vorher durch verschlossene Türen. Er konnte alles, ihr habt das gesehen, oder? Aber er ging nachher durch verschlossene Türen. Also, es ist nicht eine Auferstehung wie Lazarus oder der Jüngling von Nain sie bekommen hat. Oder das Töchterlein von Jairus sie erlebt hat, die nachher auch wieder gestorben sind. Es ist nicht so. Der Auferstehungsleib, unsere Verwandlung führt zum Leib der Herrlichkeit, der sowohl sichtbar als unsichtbar sich erzeigen kann. Ja? Er ist frei von physikalischen Gesetzen dieser Welt. Und glaub mir, wenn die Welt durch irgendetwas wachgerüttelt wird in unseren Tagen, ist es, wenn Menschen wie du und ich diese Metamorphose endlich begreifen und erlangen, dass es geschieht. Ja? Und das ist dann nicht Magie und Zauberei, sondern das ist etwas, das die Magie und Zauberei wie so ein Hundekot erscheinen lässt, weil sie sagen, wow, 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 was die können alles, ich möchte auch. Und dann beginnt das Leiden, dann beginnt die Jagd nach dem Gleichen. Aber ich sage zusammenfassend zu dieser dritten Irrlehre, habt einfach keine Angst, in irgendeinem Grab stecken zu bleiben, nach 3 Tagen oder wann auch immer, in einem Sarg zu erwachen, 2 Meter unter dem Boden nicht raus zu können. Vergesst dieses Horrorszenario, das ist einfach eine glatte Lüge. Ja.
Wir brauchen keine offenen Grabstätten, Katakomben auszuhauen, um solch einer Gefahr zu entgehen. Ja. Jetzt möchte ich zum letzten kleinen Abschnitt kommen, eine kleine letzte Verwandlung, bevor wir in die Pause gehen wieder. Und ich nenne diese Verwandlung die Verwandlung vom Durst des Wissens, des Erkenntnis hinein in gesegnetes Unwissen. Ja. Verstehst du, das gehört für mich mit in die Länge, zur Länge der Schatzkiste. Mit einer Verwandlung dieser ganz besonderen Art. Seht, wir neigen von Natur dazu, alles zu erforschen, möglichst alles zu erkennen, ja. Alles zu durchschauen, alles zu wissen, das ist gut, das ist korrekt so, versteht ihr? Wir Menschen sind geschaffen, um die Geheimnisse Gottes zu ergründen. Ist unsere Ehre ist zu erforschen, Gottes Ehre ist es zu verstecken und dann entdeckt zu werden, ja. Aber ich sage, gerade diese schweren Zeiten haben mich gelehrt, dass ich längst nicht alles wissen muss, nicht wissen möchte, weil ich es nicht tragen kann. Ja? Alles, was ich so erfahre und durchschaue, ja, ich kann gar nicht alles tragen. In Johannes 16,12 sagt Jesus zu seinen Jüngern, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Siehst du, was habe ich davon, wenn ich etwas weiß, das mich zu Boden drückt? Ja? Und darum seht ihr, gibt es eben auch ein gesegnetes Unwissen. Ja? Doch um dieses zu erlangen, bedarf es ebenfalls einer Verwandlung, einer Entscheidung. Ja? Nach Erkenntnis streben ist gut. Ich sage es nochmal, Gott erkennen ist Leben. Aber der Baum der Erkenntnis symbolisiert ja letztlich das versiegelte Wissen. Ich sage uns zum Schutz. Und dieses Nichtwissen ist ein unschätzbarer Segen. Ich will bei allem Wissenswerten künftig aber nur noch das wissen, was ich wirklich wissen soll. Ich höre auf, bedingungslos immer zu sagen, Herr, zeig mir alles. Gott beantwortet diese Gebete und ich liege flach am Boden. Ich sage, zeig mir nicht alles. Ich will nur sehen, was du mir zeigen willst. Alles andere kann ich nicht tragen. Es zerstört mich wie der Sündenfall selbst, ja. Und so wandle ich künftig auch jede falsche Neugier durch die Danksagung um. Ich sage, danke, Herr, danke für alles, was ich nicht weiß. Ja, danke für alles, was du vor mir verbirgst, damit ich es nicht sehe, nicht zu früh sehe. Danke für das allerseligste Unwissen. Es ist meine Entlastung, siehst du. Genauso wie es mir eine unendliche Entlastung ist, die ständigen Lügereien der Nachrichten den Massenmedien mit anhören zu müssen. Ich stelle den ab, so schnell ich kann. Die ständigen Schrecknisse der Völker, die ständigen Verhetzungen, Volksverhetzungen, Verleumdungen, Lügen. So möchte ich nicht alles wissen. Und bin immer froh, wenn Dinge sich mir nicht zeigen, obwohl ich sie lange schon ersehne. Ich sage, Herr, lass mich sehen, was du willst. Ich möchte aus der Länge schöpfen und aus der Länge diesen Schatz genießen. Und ich hoffe, ihr auch. Hiermit sind wir durch im Heiligtum. Danke. Wir betteln weiter um Geist, himmlischer Vater. Nur du kannst diese Fülle in uns deponieren, dass sie uns nicht verloren geht, nicht geraubt wird, nicht erstickt wird, nicht verbrennt in irgendeiner Weise. So bitten wir, dass du unsere Herzen weitest, das Aufnahmevermögen von uns bist und nicht aufhörst, durch Offenbarung, durch Enthüllung und Befruchtung zu wirken an uns, dass dein Wort Fleisch wird. Wir bekennen, wir sind der ausgestaltende, sich auswirkende Logos hier unten auf der Welt, im Hier und Jetzt. Und so bitten wir um dein Wort, dass es fließt und dass kein Teufel es rauben kann. Schenk uns jedes deiner Worte in Leben, in Kraft, in Auferstehung. Amen. Also ich zähle darauf, dass wir hier nicht ermüden, dass es uns nicht zu viel wird. Es gibt ja auch diese Wirklichkeit, dass wenn man von etwas zu viel isst und wenn es Honig ist, da geschieht es am allerschnellsten. Gott möge bewahren, dass wir unsere Säcke füllen, sie nach Hause nehmen und nachverdauen. Es muss nicht heute alles verstanden sein. Und wenn ihr Notizen macht, verzweifelt nicht. Ja. Wenn ihr immer schon gewohnt wart, Notizen zu machen, irgendwann sprengt es diesen Rahmen. Das wird nicht möglich sein. Ich werde auch in diesem dritten Teil Dinge wiederholen.
Ihr merkt es, es ist immer wieder wie zusammengewoben, weil später wird man diese verschiedenen Botschaften auch teils voneinander getrennt hören. Und darum kommen gewisse Dinge immer wieder, die besonders wichtig sind, die verteilt der Geist immer wieder. Das ist ungewollt, das ist einfach so in der Entstehung. Und ich sehe die Dinge, die Gott am allermeisten betonen wird, die kommen auch am meisten. Ja. Also von daher gibt es immer wieder Altes, Neues, das zusammen gemischt wird. Ich erinnere, es geht um die ganze Weltlage. Es geht darum, dass wir erkannt haben, wir brauchen Reichtum, geistlichen Reichtum. Und mit dem kommen wir durch. Wir haben aus der Schatzkiste gesehen, man kann Generationen verschlafen, das Potenzial nicht ausschöpfen, könnte man auch sagen, obwohl man es besitzt, in sich selber trägt, das Geheimnis nicht finden. Wir haben gesehen, wir kommen nur durch, wenn wir aus diesem Reichtum schöpfen. Und analog dieses paulinischen Gebetes aus der Breite, aus der Länge, aus der Tiefe, aus der Höhe zu schöpfen, von diesem Reichtum in Christus, der einfach unfassbar ist, gehen wir genau diesen Pfad, nicht nur durchs Heiligtum, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, sondern auch hindurch genau nach diesem Pfad. Wir haben etwas aus der Breite geschöpft, etwas aus der Länge. Und das war natürlich nie das Ganze, ist klar. Ja? Man kann die Dinge nur immer berühren, auch wenn wir jetzt zur Tiefe übergehen. Das ist das Nächste, was wir tun. Wir tauchen ab in die Tiefe ein bisschen. Oder? Und bedenkt immer, ich mache hier nicht Philosophie mit euch. Das sind nicht irgendwelche Theorien, die wir uns erdenken, um uns irgendwie das Leben ein bisschen angenehmer zu gestalten. Das sind in uns potenziell angelegte Wirklichkeiten. Und vieles davon, wenn nicht alles, nein, alles haben wir mindestens schon so weit berührt, dass wir überzeugt wissen, wovon wir reden. Aber aus einem Ozean, den kannst du nicht ausschöpfen. Ja? Und die Dinge, die ich jetzt rede, die haben wir schon tausende Mal erlebt. Und je stärker die Endzeit zunimmt, je mehr wir in die Herausforderung kommen in unseren Diensten, desto mehr erleben wir genau das, was du jetzt hörst. Und das sind immer erst noch die kleinen Anfänge. Versteht das bitte. Also wenn jemand denkt, oh, der macht hier irgendwie Fantasien, große Träume. Nein, wir reden aus Praxis, die längst angebrochen ist, mit der wir seit Jahrzehnten zusammenleben, aber die immer tiefer, tiefer, tiefer wird. Oder? Unerschöpflich. Also lasst uns in die Tiefe abtauchen. Macht euch bereit, ja? Wir reden wieder vom Zorn Gottes zuerst. Und ich möchte, dass ihr die Angst vor dem Zorn Gottes verliert. Die falsche Angst, möchte ich sagen. Beachtet bei dem, was wir jetzt am Anfang reden, was eigentlich Gott am meisten zornig macht. Ne? Versteht seinen Zorn und versteht, auf was er hinaus will, was ihn so zornig macht. Und das hat mit dem Kern dessen zu tun, der Tiefe, die wir heute schöpfen. Gott möchte, dass wir in die Tiefe kommen. Und wenn wir das nicht tun, das macht ihn zornig, ärgerlich. Also nirgends zeigt sich Gottes Zorn deutlicher, schneller und auch größer als dort, wo man ihm nicht vertraut, nicht zutraut. Und wir reden jetzt von der Endzeit, ja, von der Endschlacht, von Armageddon, mitten im absoluten Gewühl, wo nichts mehr geht, wo alles uns übersteigt, wo nach Geist, Seele und Leib nur noch Überforderung ist. Da kannst du ihn am meisten reizen zum Zorn, wenn du nicht vertraust, dass Gott hier größer ist, mächtiger, Oberhand behält. Psalm 78, 21 bis 22 ist nur dieser kleine Ausschnitt, die Reaktion Gottes auf das Gejammer Israels. Ach, er hat zwar Wasser gegeben durch den Felsen und so weiter, hat den Felsen geschlagen, aber kann er auch im Neuen Brot geben oder Fleisch in der Wüste? Sie trauen Gott im unmöglichsten Zustand in der Wüste mit 100.000 Leuten, Kind und Kegel, trauen sie ihm nicht zu, dass er sie hier durchbringt. Stell dir mal diese Dimension vor. Und seht den Zorn Gottes, warum er so zornig ist. Darum, als der Herr das hörte, ja, du kannst nicht, oder kann er das nicht, wurde er zornig. Und Feuer entzündete sich gegen Jakob. Und auch Zorn stieg auf gegen Israel. Warum? Weil sie Gott nicht vertrauten, nicht glaubten, nicht vertrauten auf seine Hilfe. Ich könnte es auch sagen, auf sein Eingreifen, auf sein situationsbezogenes Dasein. Und ich sage jetzt einfach, dass wir unseren Gott wirklich kennen und lieben lernen, wie er ist. Nur ein wirklich lebendiger Gott kann doch so etwas sagen und von uns fordern, nicht wahr? In Tat und Wahrheit ist es doch so.
Auf der einen Seite sind wir Menschen. Wir zweifeln und verzehren uns derart in unseren ständigen Sorgen, dass viele unserer Gattung ein ganzes Leben lang keine Führung und, oder besondere Wunderwirkungen Gottes erleben. Auf der anderen Seite hat Gott schon vor Grundlegung der Welt sämtliche Werke derart fertiggestellt, dass wir Gott, jetzt passt gut auf, jetzt kommt der Satz, dass wir Gott selbst in jeder Millionstelsekunde erleben können, wenn wir uns nur für die vorherbereiteten Feinheiten seiner Fürsorge in wirklich jedem Detail öffnen. Hast du das gut verstanden, diesen Satz? Ja? Wenn wir das nur glauben möchten, ihr Lieben, dass tatsächlich für alles in jeder Sekunde vollständig gesorgt ist. Ich habe ein bisschen, jetzt bin ich in die Superlative mit der Millionstel Sekunde, aber es ist nur um jede mögliche, wie soll ich sagen, das Vorbeihören zu vermeiden, dass du wirklich weißt, ich rede von dem. Gott ist so mächtig, so groß, verstehst du? Von Jesus steht doch geschrieben, wenn man die Fülle seiner Werke aufschreiben wollte, würde wohl die Welt die Bücher nicht fassen können. Und Jesus hat doch nur immer das getan und geredet, was er den Vater tun oder reden hörte, nicht wahr? Ja? Und Jesus hat doch klar und deutlich gesagt, ihr werdet die gleichen, dieselben Werke wie ich tun, werdet wesentlich größere tun. Ja? Also stellt euch die Fülle vor. Die Fülle müssen wir verstehen. Wir reden gerade von der Tiefe dieses Ozeans, unseres Reichtums. Also was bedeutet das für uns? Ja, eben genau das in Tat und Wahrheit ist solch eine Fülle von Führungen und Fügungen da, dass es keine Sekunde im Leben eines glaubensvoll Erwarteten geben kann, in der nicht alles und jedes ihm dienen muss, für ihn nehmbar bereitsteht. Wir müssen es nur erkennen, nur glauben, nur bereit sein, empfangsausgerichtet. Ich bleibe im Thomas-Evangelium mit euch. Lukas 5, sagt Jesus, erkenne, was vor deinem Angesicht ist und was dir verborgen ist, wird sich dir offenbaren. Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar würde. Hier siehst du wieder den Absolutheitscharakter in seiner Rede. Nichts, alles, was verborgen ist, dir wird alles gezeigt, wenn du es erwartest. Ja? Aber ständig musste Gott klagen, Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und höret nicht, so in Markus 18 vermerkt, ja. Ja, und ich frage nochmal, warum sehen sie nicht, obwohl sie Augen haben und hören nicht? Eben weil sie zum Beispiel in Sorge erstickt sind oder weil sie abgelenkt sind durch ihre eigenen Gedanken, durch ihre Befürchtungen, durch ihre Lüste und Begierden oder dann wieder durch ihre eigenen Logismen in ihrem Kopf, ihr eigenes Denken, durch ihren Stolz oder ihre depressive Schwermut, weil sie falsche Bilder anschauen. Doch Gott hat das gesamte Weltall so geschaffen und eingerichtet, dass zuerst einmal ihm selber alles dienen muss. Versteht? Alles muss ihm dienen. Ja? Psalm 119:91 bringt das der langen Rede kurzen Sinn. Punkt, ihr wisst, der lange Psalm 119 hört ja nie mehr auf. Vers 91. Aber die schöne Eselsbrücke 119:91, da kannst du es umkehren. Dieser wunderschöne Satz, Himmel und Erde bestehen bis heute, weil du es so willst, denn dir muss alles dienen. Muss. Dir muss alles dienen. Kolosser 1,16 sagt, alles ist aus ihm und durch ihn und hinein in ihn geschaffen. Seht ihr, und uns, die wir seiner Gene sind, wie es heißt in der Apostelgeschichte, uns dient ebenfalls alles. Muss alles dienen und sogar zum Besten noch, ja, zum Allerbesten kannst du superlativ übersetzen, ja. Aber diesen vollen Segen erleben wir eben nur, wenn wir auch auf seinen Vorsatz hin uns ihm anvertrauen und glauben, dass es genau so ist, diese Tiefe zu erfassen, wie tief alles vorherbereitet ist, dass keine Sekunde ausgenommen ist, das ist unfassbar für uns, ja. Sich genauso verhält und ereignet und sich erhebt, wenn wir damit leben und rechnen. Aber wir murren oft lieber und klagen, beklagen uns so schnell, wenn nicht alles gleich nach unserem Kopf läuft. Ja. Und es ist eine reine Kopffrage mit anderen Worten. Ja. Und der sich wahrhaft Gott anvertrauende, ich sage, er unterscheidet sich vom luziferischen Selbermacher,
wie der Himmel sich von der Hölle unterscheidet. So gibt es für mich eigentlich keine schöneren Darlegungen und Demonstrationen in der Bibel, als wie im Leben von Jesus. Ja. Er ging ja so weit, dass er in Logia 19 gelassen sagen konnte, selig ist, wer war, ehe er wurde. Wenn ihr mir zu Schülern werdet und meine Worte hört, werden euch diese Steine dienen. Das ist ein gewaltiger Satz. Wenn du weißt, jeder Stein, der vor dir liegt, wird zu dir zum Besten ausschlagen, wie auch immer. Ihr versteht diese Sprache, ja? Es gibt nichts, was dir nicht dient. Die ganze Schöpfung ist dein Außen, haben wir letzte Stunde gelernt, oder? Also Jesus wusste in jedem Moment, dass der Vater ihn sieht, hört, versteht und ihm dient, ja? Selbst gegenüber dem toten Lazarus wusste er schon vorweg, ja, was geschieht. Lies es nach mit mir, Johannes 11, 42. Er betet, steht dort vor dem Katakombe, bevor er aufgestanden ist, der Lazarus, vor dem Grab, wollte ich sagen. Ich aber wusste es, betet er zum Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die da umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Siehst du, eine Auferstehung sieht er voraus. Seht ihr, so funktioniert unsere Mission mit anderen Worten. Und jetzt die Frage wieder, wie konnte Jesus das voraus wissen? Ja? Und es ist ganz einfach. Er hat einfach ständig aus der Tiefe Gottes herausgelebt und geschöpft. Und was ist die Tiefe? Wir reden gerade davon, einfach zu wissen, es kann nichts kommen, was nicht durch und durch und durch und durch berechnet ist. Und zwar vorbereitet, dass es uns dienen muss, zum Besten dienen muss, Gott dienen muss. Ja? Nur das, nicht mehr, nicht weniger. Das ist genau diese Tiefe, von der wir hier sprechen. Und von ihr steht geschrieben in Jesaja 65, 24. Und das ist für mich der Satz, so kannst du auch diese Rede übertiteln. Ja? Es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Ich sage dir, das ist das Programm Gottes, von dem reden wir. Das ist der Kern, der Tiefe, wenn wir hier unten unser Leben betrachten. Ehe sie rufen. Das ist sein Ziel. Darauf drängt der ganze Christus hin. Alles aus ihm, von ihm, aus ihm, hinein in ihn. So will er sein. Aus der Tiefe. Ja. Ehe sie rufen, kannst du übertiteln. Diesen Abteil hier im Heiligtum Allerheiligsten. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Also weil Jesus aus dieser Tiefe geschöpft hat, hat er die Toten lebendig gesehen, die Kranken konnte er gesund, die Blinden sehend, gewahren innerlich, ja, die Lahmen gehen, die Besessenen befreit. In jeder einzelnen Not sah er, was der Vater tut, ganz gelassen und entspannt. Und er konnte sagen, Matthäus 6, Vers 8, seid daher den Nationen nicht gleich, sagt er jetzt uns, oder? Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Seht ihr, er zieht das gleich in die Gegenwart. Und für uns, jeder Christ kennt diesen Vers, versteht ihr? Wenn du sagst, ehe sie rufen, kennst du diesen Satz? Ja, Satz, ja, Jesaja, streckt jeder auf und weiß, dass er steht. Aber wann soll er sich denn je erfüllen, versteht ihr? Es ist immer in weiter Zukunft. Jesus hat es vor 2000 Jahren gesagt, zu den armen Fischern und allen dort, euer Vater weiß, bevor ihr ihn bittet. Er hat schon damals uns getrimmt, so zu leben, so zu denken. Auch wieder ein Bild mit dem anderen austauschen. Das Bild des strengen Vaters, den du beknien musst, den du befasten musst, den du beopfern musst. Ja? Wenn es möglich war, die eigenen Kinder opfern, im Feuer verbrennen, um diesen Gott zu bewegen. Und er sagt, werf das Bild weg. Hack diese Hand ab, die dein Kind opfern will, als müsstest du mir was abnötigen. Es ist umgekehrt, ich bin zornig, weil du nicht glaubst, dass ich in jeder millionsten Sekunde, ich bleibe bei dieser Übertreibung, weil ich in jeder millionsten Sekunde schon antworte, bevor du gebetet hast, wenn ich sehe, dass du das erwartest. Das ehrt mich, alles andere verunehrt mich, verstehst du? Das ist ein ganz anderer Lebensstil als dieses Bitten und Betteln und Jammern und Klönen, ja? Und seht, so war es schon zur Zeit Abrahams, als er seinen Knecht ausgesandt hat, um für Isaac, seinen Sohn, eine Braut zu werben. Hat er seinen Knecht geschickt, ihr erinnert euch,
Und dieser Knecht hat gesagt, es war mitten in einem Gebet drin. Schon zu der Zeit, stell dir vor, das sind Jahrtausende. Ja, Abraham, 2000 Jahre vor Christus, oder? Ich hatte in meinem Herzen noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus mit ihrem Krug. Verzeihung, das war 4000 Jahre schätzungsweise. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber Jahrtausende vorher. Ich hatte in meinem Herzen noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus mit ihrem Krug auf ihrer Schulter und ich stieg zur Quelle herab und schöpfte. Da sagte ich zu ihr, gib mir doch zu trinken. Ja. Und dann hat sie genau das gemacht, was er eben am Beten war. Siehst du, Jahrtausende vor Christus erfüllt sich das schon. Ja? An unserem Vater des Glaubens. Und bei Elisa als eine Truppe von 100 Menschen zu wenig Brot hatte, es fehlte am Brot, hat er einfach aus der Tiefe geschöpft. Schon damals, ganz gelassen, zwar noch bevor er gebetet hat, hat er gesagt, man wird essen und übrig lassen. 2. Könige 4, 43. Man wird essen und übrig lassen. Er hat einfach aus der Tiefe geschöpft, weil er wusste, es gibt keine Hungersnot, kein Verhungern, kein Dahinsiechen für Leute, die für Gott hier Glauben in der Mission stehen. Ja. Und wieder, wie kann man denn sehen, was Gott gerade tut, weil er es bereits getan hat und welche Werke sind denn die vorherbereiteten? Wenn diese Frage in uns schwingt, gibt Psalm 50, 23 eine der besten, klarsten, direktesten und einfachsten Antworten. Wie erkennt man das? Ganz einfach kann man sagen, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Hier steht der Begriff Heil Gottes stellvertretend für einfach, alles muss zum Besten dienen. Wie nochmal komme ich zu dieser Erkenntnis, indem ich danke, glaubend danken. Der glaubende Dank ist der höchste Ausdruck unseres Vertrauens. Ja. Gott macht nichts zorniger, haben wir gesehen, als wenn wir Vertrauen, Mangel haben, nicht glauben, dass er hilft, nicht glauben, dass er rettet in dieser neuen Situation. Ja. Und wenn wir dankend da hineingehen, einen dankenden Lebensstil haben, verherrlichen wir ihn und machen eine Bresche, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Aus der Dankbarkeit heraus entsteht dieses Erkennen, dieses Wissen. Ganz gleich, was es ist, ja. Das ist der Schlüssel, sagen wir, zum Weg, um Gott zu schauen, ihn am Werk zu sehen. Wer aber immer misstraut, ja, in welchem Maß, in welcher Hinsicht auch immer, der sticht sich gleichsam selber die Augen aus. Das heißt, er wird diese unendlichen Herrlichkeiten gar nicht erst erblicken, weil er so benebelt ist von sich selber. Ich fasse hier mal wieder zusammen, das ontische Feld. Und das ontische Wirken umgibt uns mit anderen Worten, wie die Luft, die wir atmen. Zu jeder Zeit, allumfänglich. Ja. Die Werke bleiben fertig, vorher berechnet alles. Aber unser Teil ist und bleibt das glaubensvoll erwartende Hinschauen, das entspannte Entdecken der gottgegebenen Möglichkeiten, diese Dinge, die zum Besten mitwirken. Ja. Und aus diesem Vertrauen, aus diesem ruhenden Wissen heraus, erst entdecken wir, was Gott gerade tut. Wir entdecken auch, wenn er in einer Sache nichts tut, also zum Beispiel eben nicht spricht, nicht geht, sondern bleibt und schweigt. Versteht ihr? Jesus musste nicht immer eine Antwort bereit haben. Ja? Darum konnte er vor Pilatus einfach schweigen. Wir meinen manchmal, nur wenn wir etwas zu sagen haben, hätte Gott gewirkt. Nein, Schweigen ist genauso eine Wirkung. Oder Jesus ging nicht zum Labhüttenfest, sagte, ich gehe da nicht hoch. Und dann, Stunde später, geht er plötzlich. Aber wie im Verborgenen heißt es. Warum? Weil er gerade den Vorschatten unseres Labhüttenfestes zu erfüllen hatte. Wir wissen ja oft gar nicht, warum wir gewisse Dinge tun und nicht tun. Ja? Wenn du merkst, der Geist geht jetzt nicht dahin und du gehst nicht, könnte es sein, dass du ein Vorschatten bist. Ja? Wir befinden uns heute im Laubhüttenfest, wo Jesus wiederkommt, für die einen sichtbar, für die anderen unsichtbar. Ja? Also seine Handlungen vom Vater geführt, hatten prophetische und vorschattende Bedeutung, meint das bis hinein in unsere Tage. Ja? Und weil er jetzt hinsichtlich aller Gleichgültigen und Ungläubigen im Verborgenen auf dieser Welt wirkt, wirkt er trotzdem ganz offenkundig für die Söhne Gottes, ja. Er wirkt, dass wir aufstehen und zur Fülle gelangen. Das Laubhüttenfest, ihr kennt es aus früheren Botschaften, ist die Wiederkunft Christi in uns. Das sieht die Welt nicht.
Ja? Doch ist er da. Die Söhne Gottes sind dazu, sind dabei aufzustehen, um diese Schöpfung zu erlösen. Ja? Gerade jetzt erfüllt sich mit anderen Worten dieses Laubhüttenfest, wie sich damals Pfingsten erfüllt hat. Oder vorher das Passa, das Kreuz. Die Welt, und zwar inklusive der Frommen, sieht den in uns wiedergekommenen, aber immer noch nicht bis dato. Ja? Wir aber, wir sehen ihn, stimmt das? Wir sehen ihn. Warum? Weil er in uns drin, ja, den vertrauensvoll Glaubenden wohnt und sich sehen lässt von uns. Er ist also wie im Verborgenen hier. Ja? Er ist hier und doch nicht hier für die einen. Ja? Also frage ich, seht ihr diese Tiefe, diese Fülle und die Dimensionen des ontischen Wirkens und des Zusammenwirkens mit dem On? Ich nenne ihn immer wieder On, ihr merkt es. Er redet ja auch immer wieder von seinem neuen Namen. Panton ist der allseiende On, ist ja eben, das bedeutet der Seiende. Ich liebe ihn als Allseienden, als Panton, als On, im Allseienden. Also feinmaschiger und weitgespannter geht es einfach nicht, als wie es dort gesagt wird, in dieser Thematik zu reden. Tiefer geht es einfach nicht, als dass du weißt, es ist nichts, was ausgenommen sein könnte von dieser Wirklichkeit, diesen Wirkungen dieses Reiches. Ja. Sein Handeln und Wirken umfassten die Ewigkeiten und doch gleichzeitig jedes Atom und Molekül. Er sorgt sich einerseits für jeden Grashalm, für jeden Mikroben, sogar jeden Einzeller. Ja. Ja, für jede Zelle in jedem Lebewesen, ihr wisst, wie viele Billionen allein jeder von uns hat. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sorgt er sich für den Lauf der Sterne, den Ablauf der gesamten Äonen, sprich den Ablauf der Weltzeiten, wie sie sich gestalten. Das kann man alles gar nicht erfassen, stimmt. Das ist so groß. Ja. Und er wirkt durch Gericht und Gnade, bis er alles hinein in sich, ja, und alles in allem geworden ist, in allen und in allem. Das ist das Ziel, das er uns angegeben hat. Ja. Und so wird strengrechtlich gesehen, zuletzt dem Ungläubigsten und Gottlosesten sogar noch alles zum Besten dienen. Seht ihr, da kommt es wieder. Es ist so wichtig zu verstehen, wir haben das als Christen noch nicht mal richtig begriffen und leben nicht konsequent damit, dass uns alles zum Besten dient. Aber weil Gott so durchgeplant hat und so durchberechnet und von Anfang an alles gesehen hat, alles in seinen Gesamtplan hineingenommen hat, um alles in sich hineinzubringen, wird letztlich sogar dem Ungläubigsten, sage ich mal, dem Gottlosesten, alles zum Besten dienen, nur auf einem ganz anderen Weg, eben auf dem schmerzlichen Weg der Gerichte, ja, des Schmelztiegels, wo die Seelen geläutert und ausgeschmolzen werden. Und ich sage, glaubt es besser, Gott lässt sich seine Ehre nicht nehmen. Zuletzt wird der Schmelzofen so heiß und grauenhaft zum Feuersee werden, dass selbst der Teufel, der falsche Prophet und alle, die dem Satan angehangen sind, am eigenen Leib erfahren werden und müssen, dass Gott wirklich alles und jedes Erschaffene in diesen Heilsplan mit einberechnet hat. Möchte aber nicht tauschen. Ja? Niemals. Gottes Allmacht in Christus wird derart alle erweichen, bis sich Offenbarung 5,13 erfüllt hat und erfüllen wird. Ja. Lesen wir es nochmal, ich liebe diesen Vers. Ich habe ihn kürzlich mal eine ganze Nacht als Mantra gehört, ich konnte nicht schlafen. Ich sage, das ist das Schönste, was es gibt, ich habe so ein Gerät, das macht einfach diesen Vers, wenn du ihn hörst, kommt er wieder und wieder und wieder. Manchmal bin ich dann ein bisschen eingeschlafen und dann in diesem Vers geträumt, dann wieder aufgewacht, eine ganze Nacht lang, da bist du am Morgen wirklich fit wie ein Turnschuh. Ja. Jedes Geschöpf, das in den Himmel, auf der Erde, im Totenreich und auf dem Meere ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich rufen, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Oh, weißt du, wenn du richtig unten bist, mach das mal. Komm, wir geben dem Herrn einen Applaus. Ich frage einfach, wäre es nicht eine wirklich schöne Ehre für Gott, wenn seine OCG als Erstling in dieses wirklich tiefe Vertrauen hineinfindet, in die Tiefen abtaucht, ja, damit er uns endlich die Herausauferstehung schenken kann. Ja. Ja.
Weil der Ohn ist hier, wir sind auch hier. Ja? Ich sage, wollen wir nicht unser Leben für ihn wagen? Durch rückhaltsloses, totales Vertrauen, durch diese lebendige Erwartung, ja, dass uns wirklich ausnahmslos alles zum Besten dienen muss. Und diskussionslos, wie es sich äußerlich gerade zeigt, ob wir gerade gefühlt hinuntersinken oder hochkatapultiert werden, ob wir gerade von Gaunen verfolgt und eingehängt werden oder ob wir in die Weite geführt sind. Einfach zu jeder Zeit, in jeder Millisekunde, sage ich, ist sein Heil zum Besten für uns vorbereitet. Wollen wir das zusammen glauben, ja? Und das zusammen ausleben, ja? Und ich möchte mit euch zusammen wirklich mit diesem Wurmwesen abschließen und uns seiner Hauptschaft ergeben, nicht wahr? Und dass wie eine Tanzpartnerin bei einem geschlossenen Tanz sich hingibt. Ich sage geschlossen. Ja, nicht so, juhu. Ja, nochmals ja, okay. Ja. Und wenn man mit diesem Tanzpartner mitgeht und einfach nicht bockt, nicht sich sträubt, wenn man nicht gleich im ersten Moment alles sieht, erlebt man ein schönes Ereignis nach dem anderen. Es ist eine einzige Wirkung nach der anderen. Ja. Aber das Bedingungslose, wenn es sein muss, blinde Vertrauen ist immer das größte und tiefste Geheimnis zugleich. Das ist unser Teil. Ja. Das ist unsere Beigabe und Ergänzung, die dem Ohn gebührend entspricht. Ja. Und je tiefer, gelassener und hingebungsvoller dieses Vertrauen in uns Raum findet, desto mehr offenbaren sich ja all diese Tiefen und alles in allen wirkende Ohren, unser denkendes, unser planendes, unser ausführendes Haupt, nur auf diesem Weg. Unser Haupt über alles und über alle, über jede Macht und jede Gewalt und jede Dimension. Das sind die zusammenwirkenden, lebendigen Pole. Einerseits der Ohren, auf der anderen Seite wir. Es geht eben, ich sehe immer einen Tanz vor mir, wie Gott uns führt durch diese Herrlichkeiten hindurch. Und dann ist das der geschlossene Stromkreislauf, wenn man so will, das Funktionsprinzip der gesamten Schöpfung. Und darum hat Vertrauen und Glaube nichts mit einem historischen Festklammern an irgendeinen früheren Geschichten zu tun. Das sage ich für die Neuen ganz besonders immer wieder, die aus der Religion kommen. Ja. Das beinhaltet es natürlich auch, dass wir uns erinnern dürfen an alles, was Jesus getan hat und so weiter, aber es ist der allergeringste Aspekt des Glaubens. Lebendiges Vertrauen im Hier und Jetzt, immer tiefer, immer waghalsiger sozusagen, das ist das eigentliche Geheimnis. Ja. Erinnert euch an meine Schilderung bitte auch in Herr der Wandlungen. Wenn ihr irgendwo unten seid oder sagt, wie kann man Gott finden, lest es wieder einmal. Wie wir dort schon vor 45 Jahren jede Sekunde in heiligster, gespannter Erwartung auf das Wirken Gottes hingelebt haben. Ich kann dir sagen, das ist nur so gerasselt von Zeichen und Wunder. Ihr lest es ja dort. Ja. Und je mehr wir das taten, desto mehr hat sich Gott lebendig erwiesen. Das war der Start in meinem Glauben. Es konnte nie genug scheppern, irgendwas schieflaufen. Da war ich immer in Juhu-Stimmung, weißt du. Weil ich wusste, jetzt macht Gott was Besonderes. Ja. Und dann kamen eben die Jahre, wenn dann allzu viel des Guten, ja, ich meine, das Schlechte auf einen runterprasselt, wenn man plötzlich diese Stimmung verliert und zu jammern beginnt oder mit Gott diskutiert und so weiter, anstatt diese kindliche Vorfreude zu haben, je schlimmer, desto besser. Ach, was ist das für ein Leben? Esi rufen, das ist die Nummer, das ist die Tiefe, auf die wir hinaus wollen. Das ist der Anker unserer Seele in dieser letzten Zeit. Je schlimmer, desto mehr erweist sich Gott. Nie umgekehrt, ja, nie umgekehrt. Wenn wir das wissen und die Vorfreude haben, auch dieses Bild, wenn wir das Böse hier eigentlich umwenden, sagen, das ist die tiefere Nummer jetzt, jetzt kommt es krasser, oder? Und natürlich drin ist immer gleich schwer, ich weiß, also tausende, zehntausende Erfahrungen, das ist in der Praxis ein bisschen bitterer als hier von der Kanzel mit den süßen Worten. Ja. Aber ihr seht ja selber, denkt an Corona, an die ganze Sperre. Wir sind jetzt regelmäßig in den Hunderttausenden. Unser Publikum hat sich in die Hunderttausende erweitert. Auch unsere Mitarbeiterschaft hat die 100.000 überstiegen durch dieses Ereignis. Aber es war nicht einfach, darunter zu tauchen. In diese Sperren und alles, das hat ja wehgetan, Tag und Nacht.
Aber eben siehst du, durch das Erwarten, was tust du jetzt, hat Gott genau das gemacht, was wir hier haben. Wir haben unser Stadion, das war das Resultat. Ja. Und so macht er es eben weiterhin, heute und immer. Ja. Nur eben auf 1000 andere und immer wieder neue Weisen. Gott ist immer wieder neu. Es ist auch kein Nachäffen von irgendwelchen Glaubenshelden oder Situationen oder ja, früheren Ereignissen. Gott ist einfach kreativ und bleibt es in jedem von uns und in jedem von uns immer wieder anders auch. Ja? Obwohl sich manches natürlich in Gleichheit zeigen kann und sich mit früheren Ereignissen überlagern kann. Ja? Aber du musst einfach nicht meine Gaben haben, ich muss nicht deine Ereignisse haben oder Gaben. Gerade das ist ja unsere gewaltige, herrliche Ergänzung. Ja? Aber eines haben wir alle gemeinsam, diesen allwirkenden, allzeit wirkenden, diesen in allem und jedem und dadurch alles wirkenden Ohr. Und der ist uns gemeinsam, dieses eine Haupt, den einen Strom des Lebens, den einen wirksamen Strom der Kraft, das eine gemeinsame Ziel. Und da entfaltet sich das Ganze. Ich darf nochmal Philipper 3,21 lesen. Das ist unser gemeinsames Ziel, der Zielhafen für den Leib, ja, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ja. Aber alles und jedes entsteht in der jetzt anfallenden Sekunde. Das ist das Wichtigste. Die jetzige Sekunde ist das Geheimnis von Moment zu Moment. Ja. Alles wahrhaft aus Gott Seiende entsteht und geschieht durch unsere Sorglosigkeit. Und jetzt passt auf, jetzt differenziere ich ein paar Dinge. Es geschieht alles durch unsere Sorglosigkeit, aber nicht in gleichgültiger Art. Nicht in Gleichgültigkeit. Es geschieht durch allseitiges Erwarten, aber nicht durch Quengeln und ruheloses Gottbestürmen. Ja? Es geschieht durch gelassenes Erwarten, aber nicht Verpennen. Ja? Durch mutiges Wagen, aber nicht durch eigensinniges Besserwissen. Und auch durch das kühne Ausleben unseres Götterwesens, nenne ich es mal, aber nicht durch ego-individualistisches Herumgöttern. So entsteht das alles. Durch immer größere Gelassenheit in Schwachheiten und Mängeln, aber nicht in einem sich gehen lassen, hinein in ein resignierendes Wurmwesen. Das haben wir schon mit dem Lied auch wieder festgemacht, mit Ruth zusammen, gell? Ständig alles aus ihm nehmend, aber nicht in unerbietender, egoistischer Raffgier. Ja? Aus ihm heraus alles wissend, alles besitzend, alles vermögend, aber nicht in Selbsterhebung, nicht in Stolz und Hochmut. Das muss man immer gut auseinanderhalten. Äußerlich scheinen diese Dinge sehr ähnlich und nahe. So können wir noch eine Weile weitermachen, denn wir sind auch die, die diese Welt richten werden, aber nicht erniedrigend. Nicht aburteilend, sondern zurechtbringen, vollendend. Und so wie Gott uns züchtigt, dabei aber nicht zerstört, so sind auch wir Zurechtrichtende, aber nicht niemals zugrunde Richtende. Wir sind Aufdeckende und Entblößende, nicht aber Beleidigende oder Lästernde sind wir nicht. Ja, wir sind Herrschende und zur Verbindlichkeit Rufende, aber nicht Versklavende, nicht Entmündigende. Es ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten. Wir sind immer mehr Menschen synergisch zusammenwirkende, aber nicht uns blind vermischende. Du musst das eine wie das andere sehen. Wir sind Anführende, aber auch solche, die sich führen lassen, auch sich führen lassende. Wir sind Unbeirrbare, aber nicht Unkorrigierbare. Ja. Wir sind Menschenliebende, aber wir haben dennoch keine Günstlinge. Das eine wie das andere. Ja. Zusammenfassend haben wir das spannendste Leben, das es irgend geben kann, weil uns zu jeder Zeit, in jeder Sekunde alle vorherbereiteten Herrlichkeiten zufallen möchten. Und so schaffen wir zusammen KlarTV, ja, wo zuständig, wo uns ständig Millionen Details nötig sind. Ja. Die gesamte Mission der OCG besteht im Grunde genommen aus einer schier uferlosen Fülle von Notwendigkeiten und überirdischen Ereignissen. Anders geht's gar nicht. Ja.
Und so, ich sage es noch einmal, in unserem Körper, jedem Körper, Milliarden, Billionen chemische Prozesse, Lebensprozesse, Erneuerungsprozesse und so weiter sich abwickeln. So geschieht es auch im großen Lauf als OCG in dieser Welt. Millionen Details, kann man sagen, fließen hier zusammen, müssen zusammenfließen, sonst geht das gar nicht. Ja. Und Gottes Ehre ist es, uns genau darin zu gestalten, dass ehe wir rufen, er antworten kann. Noch während wir reden, er uns erhören kann. Das ist sein Weg, versteht ihr? Das ist sein Weg. Ja. Wenn wir mit dieser Fülle rechnen, dann erleben wir das, was uns hier tagtäglich nicht nur im Haus geschieht, sondern auch bei euch. Aber hier ganz stark merke ich es an der Basis, wenn wir dann zusammen essen, das sprudelt immer nur so, wie man an etwas denkt und schon ist es da. Man will jemanden anrufen, schon steht er im Haus. Kann man Stunden, kann man hier Geschichten sich anhören, wie Gott genau das werden lässt. Was er im Körper des Einzelnen tut, tut er überall. Ja. Und genau von diesen Wundern leben wir, von sekundengenauen Berührungen, von Führungen seitens des Geistes in jedem einzelnen Organ, in jedem Glied, in jeder Zelle dieses organischen Christusleibes. Ja. Und so wird es zum Normalsten der Welt, dass wir gleichsam in Zeichen und Wundern schwimmen. Das ist einfach so, wir schwimmen darin. Aber nur für diejenigen, die Gottes allumfängliches Führungswesen als Ohn nicht erkennen, wirkt das alles wie Zeichen und Wunder. Tat und Wahrheit ist es eben das Wesen Gottes selbst. Ja? Ja, das Wesen seiner gesamten Schöpfung, welches ihm dient. Darum geschehen diese Dinge. Ja? Und auch uns muss alles dienen, ja? Die wir nach der Königsherrschaft Gottes, nach seiner Berufung ausgestreckt leben. Ja? Und dieses alldienende Prinzip ist zwar für alle Menschen da, es ist aber nur von denen bedient, lässt sich nur von denen bedienen und leben, die sich der Königsherrschaft Gottes gemäß ausrichten und ihre Segel genau in diesen Wind, in dieses ontische Feld setzen. Alle anderen werden vom Wind des Geistes umhergewirbelt und treiben ziellos und ja, total von Sinnen daher, vom selben Wind, versteht ihr? Ja? Wir aber, die wir vertrauen und aufschauen auf ihn, wir sind, ich sage mal, die Schmetterlinge, die ihre Flügel ausschlagen, uns aus dem Raupenstadium in die Lüfte erheben, um in diese grenzenlosen Weiten und Herrlichkeiten der Schöpfung Gottes einzutauchen, hineinzufliegen, sage ich mal. Und wie die Schmetterlinge und die Bienen gehen wir dann von Blüte zu Blüte, ja, von einer zur anderen, finden überall Überfluss und Reichtum, während die in sich selber verstrickten, immer nur Sorge, nur Mangel, nur Niedergang in der Wüste des eigenen Selbst vorfinden. Ja. Seht ihr, und trotzdem leben wir alle in einer und derselben Welt. Das ist doch erstaunlich, nicht? Aber im Vertrauen liegt eben der große Unterschied. Das möchte ich damit sagen. Nicht das Geheimnis der Kunst des Lebens, des wahren Lebens. Nur das Vertrauen. Denn wir Glaubenden leben in der Fülle jenes Gottes, der uns erhört, noch bevor wir zu ihm rufen. Ich sage, summarisch liegt das große Geheimnis in jedem Moment des Jetzt, dass wir uns nicht ständig aufs Neue sorgen, weil ständig irgendwelche Fehler, irgendwelche unvorhergesehenen Dinge, irgendwelche ungewohnten Dinge, ungewollten Dinge passieren und uns auf uns eindringen. So etwa die Jünger, sie sagten, oh, weil wir die Brote vergessen haben, siehst du, da landest du wieder im Alltag. Als Jesus da vom Sauerteig der Pharisäer gewarnt hat. Seht euch Jesus an, ja, den in uns wohnenden Jesus, muss ich betonen. Was sagt er? Ganz ruhig. Was sorgt ihr euch um die Brote? Habt ihr vergessen, was bei der Speisung der 4000 geschah? Oder der 5000, was passiert ist? Wie viele Brote jeweils übrig geblieben sind? Wie? Habt ihr immer noch nicht verstanden? Also somit ist der tiefste Clou dieser, egal was schief läuft, können wir sagen, ganz einerlei, wie schwierig und unmöglich eine Situation erscheint. Der Punkt ist, je schwieriger, desto je unmöglicher, je unpassender und ungünstiger etwas scheint, desto größeres Potenzial der vorherbereiteten Herrlichkeit liegt darin. Das ist die ganze Wahrheit. Verstehen wir das? Ja. Je weniger Brot wir haben und doch vertrauen, desto größer wird der Überfluss sein. Ja. Aber ich sage es wieder, nur vertrauend, ruhend, sich Gott hingeben, ergebend, erwartend, in dieser Zeit, in der wir leben, mit seiner Liebe und Vollkommenheit in uns rechnend. Ja. Mögt ihr noch ein bisschen, ich habe noch zwei, drei Stellen. Gut, dann sind wir hier auch durch.
Nochmal Logion 77. Jesus sagt, ich bin das All. Es ist das All aus mir hervorgegangen und das All ist zu mir gelangt. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf und ihr werdet mich da finden. Logion 19, selig ist, wer war, ehe er wurde. Wenn ihr mir zu Jüngern werdet, meine Worte hört, werden diese Steine euch dienen. Ja. Aber wir müssen allerdings auch verstehen, nicht meinen, weil Gott uns hört, bevor wir rufen, dass einfach alles immer auf der Stelle gleich erhört werden muss. Ich möchte das auch noch gegenüberstellen, dass keine falschen Erwartungen sind. Jesus sagt, ich bin in allem gesät. Und schon in diesem Ausspruch, ich bin in allem gesät, weist er uns auf die Gesetzmäßigkeit des Ackerfeldes hin. Das ist ganz wichtig, ich muss diese Ergänzung noch loswerden. Seht ihr, nicht jeder Same geht gleich schnell auf. Nicht jeder Baum wächst gleich schnell. Es gibt eben Weltprozesse, deren Endziel in Jahrtausenden heranwächst. Ja? Ja? Und es gibt eine Zielbildungsebene, wo sich das Wirken Gottes von einer Zehntelsekunde zur anderen ereignet, wo sich die Zellen teilen und mehren. Siehst du es? Also wenn wir um große Dinge beten, meint das, sollten wir uns auf eine in uns anschwellende göttliche Geduld einrichten. Ja? Und keinesfalls quengeln, ja, wenn das nicht sofort kommt. Seht ihr? Es ist keine Magie, es ist ein Zusammenwirken mit dem On. Ja? Die Allversöhnung bedarf darum der allergrößten Geduld, der größten Liebe, des größten Ausharrens Gottes in uns. So ist es, ja. Und alle Begegnungen hingegen zu Hause, in der Basis, in deiner Lebenszelle, in deinem unmittelbaren Lebenskreis, ich sag mal, die geben dir von Sekunde zu Sekunde aufgehende Samen. Ja? Göttliche Lösungen, göttliche Wege und Auswege, so viel du nur willst. Ja? Seht ihr das, was wir hier reden? Ehe sie rufen, kannst du am allerbesten zu Hause erleben, wo die Prozesse am schnellsten laufen, wie sich Zellen in deinem Körper in jeder Millisekunde ergeben und anpassen. So sollst du es erwarten. Denn wir sollen unablässig miteinander im Strom des Lebens, in diesem hochführenden Kraftfeld Gottes sein und werden und entstehen miteinander. Ja? Genauso wie sich eben die Zeitverhältnisse und Umstände ergeben, noch verändern werden, wie auch immer, ist egal. Ja. Wir sagen immer voller Glaube, ich bekomme immer ausreichend Zuflüsse der Autarkie in allem, zu jeder Zeit und allumfänglich. Ich brauche nie auf meinen Nächsten zu schauen und ihn beschuldigen, wenn es bei mir nicht weitergehen will. Ja. Ich habe jederzeit die Kraft des Ausharrens oder wenn es sein muss, der Ermahnung oder der Zurechtweisung, der Überführung, ja, der Erbauung, der nötigen Liebe und der wiederum der Geduld, sodass ich jederzeit in jeder Lage mit meinem Gott mitfließen und bestehen kann und siegerbleibend sein kann. Ja. Ich habe nie einen Mangel, solange ich Christus in mir kommend erharre. So ist es im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt, auf dass wir alle Zeit in allem alles Genüge haben. Überströmen zu jedem guten Werk heißt es. Ja, also es meint, ich kann immer dienend sein, nicht abnehmend, nicht allein nehmend, sondern immer auch gebend. Und das ausdauerndste Leiden ist wohl das Warten aufeinander, bis wir als vereinigter Organismus im vollen Vertrauen, im lückenlosen Strom des Lebens miteinander fließen können. Ja? Das gegenseitige sich hinunterziehen, das Durchsäuern mit allerlei Verfehlungen hat in seiner Geduldsübung aber auch die allergrößte Verheißung, das muss uns immer klar sein. Es dauert etwas länger, bis ein Paartanz gelingt oder zustande gekommen ist. Dafür ist er umso herrlicher, wenn er dann vollendet ist. Seht ihr, und die Vollendung des Christus ist die Krone, ist das Juwel Gottes, nenne ich es. Siehe, die Braut des Lammes heißt es doch. Ja. Es meint das kongeniale, kohärente, das vollkommene Einssein dieses göttlichen Liebespaares. Gott in uns, wir in ihm, als ganzer Organismus. Ja. Und jetzt noch ein letztes, ich muss, komm ich wirklich in die Landung. Aber ihr habt volle Säcke gewollt, da habt ihr sie. Ja. Ja. Gut. Ich möchte nur noch einmal betonen,
Damit ist aber nicht bloß die Einheit in der Art eines Ehepaares gemeint. Ja. Wir Christen verstehen die Einheit oft verkehrt. Ja. Und ich kann es jemals mit diesen Worten erklären. Wenn du mich siehst, ja, vergleichen wir das, die Einheit von einem Ehepaar mit der Einheit, von der wir hier die ganze Zeit sprechen. Wenn du mich siehst, siehst du dann die Anni. Nicht, oder? Jesus aber konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Siehst du? Wenn du mich siehst, siehst du Nivo, nicht die Anni. Ja? Diese Einheit ist gefragt. Ja? Jesus selber konnte zu Philippus sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja? Also lasst uns um dieses Hochzieles willen unverrückbar daran festhalten, dass wir gemeinsam durchkommen, ja, in dieser Einheit, ja, dass es diesen gemeinsamen Höchststand gibt, dass wir nicht vergeblich ausharren, sondern uns gegenseitig hochbringen werden, bis hinein in diese Gesamtvollendung. Und das Leib Gottes sein ist die Vollendung des göttlichen Paartanzes, das nenne ich es gerne. Die Söhne Gottes, das ist es, der Ausdruck Gottes auf Erden, die Vollendung Gottes im Menschen. Der Mensch in sich selber leer und unfähig, wie ein Handschuh, haben wir auch schon früher gesagt. Er wird von Gott getragen, gefüllt, bewegt, gelebt. Genau das ist es. Ja. Aber eben nicht wie eine Marionette, nicht wie ein toter Handschuh, sondern durchpulst vom Blut, sprich vom Leben Jesu in seinen Adern. Belehrt von innen her, von jeder kleinsten Zelle her, von der Fußsohle bis zur Haarspitze, lebendig gemacht, eins in ihm. Summarisch ohne ihn ein ständiges Nichts, in ihm das gesamte All. Ja. Aber, und damit schließe ich, im Abwenden und Ruhen werdet ihr gerettet. Im Stillehalten und im Vertrauen wird eure Ermächtigung. Also ich sage zuletzt, ein beständig krisenfester Tanz ist eigentlich das Ziel. Das ist der wahre Sabbat aus der Tiefe. Amen. Oh, ihr müsst lange ausharren heute, gell?